Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play TikTok A Tale for Two. Und wie der Titel schon sagt, bedarf es für dieses Spiel zwei Leute. Ich bin der Bonnie und ich habe mir die reizende Rike dazu geholt. Hallo Rike, wie geht es dir? Hallo, gut. Und dir? Schön, dass wir das zusammen spielen können. Ich freue mich immer. Eigentlich hatten wir ja heute was anderes auf dem Programm zum Spielen, aber aufgrund von technischen Problemen ist das gerade nicht möglich. Aber gibt es eine bessere Situation als jetzt, um ein kleines Puzzle-Game zu spielen? Na, ich würde sagen nicht, oder? Man muss das Beste aus der Situation machen. Ja, vielen Dank für die Empfehlung übrigens an der Stelle. Rike ist sozusagen nicht meine Plus Eins, sondern ich bin die Plus Eins von Rike in dem Fall. Wir werden es trotzdem von meiner Sicht hauptsächlich aufnehmen und schneiden sozusagen ab und an mal, wenn es sehr interessant ist, in das andere Rätsel. Aber ich finde, wir haben jetzt lang genug geschnackt. Lass uns doch einfach direkt einsteigen. Wir spielen das Ganze auf dem PC. Es ist ja für alle Plattformen gekommen, außer Xbox und die PlayStation. Also das heißt, es gibt auch eine Android-Anwendung. Das heißt, man kann es auch cool auf dem Handy spielen. Also für alle, die Interesse haben, einfach runterladen und spielen. Ich frage mich jetzt, wie wir verbunden werden. Ich habe jetzt einfach mal auf Start gedrückt. Ja, ich glaube, das Spiel erklärt einem jetzt erstmal so ein bisschen, wie es funktioniert. Ja. Sehen wir jetzt auch alles nochmal hier. Am Ende können wir wählen, ob wir Spieler 1 oder Spieler 2 sind und dann können wir uns hoffentlich irgendwie verknüpfen. Okay, also wir sind ja auch Steam-Freunde, dementsprechend sollte das Spiel ja irgendwie erkennen, ne? Also ein Abenteuer für zwei alleine zu spielen ist nicht möglich. Jeder hat sein eigenes Gerät und man kann kommuniziert direkt und über Telefonchat miteinander über Rätsel zu lösen. Eine Internetverbindung ist für das Spiel nicht erforderlich. Okay. Na, wenn man es nebeneinander spielt wahrscheinlich. Wenn man es wie wir räumlich getrennt spielt, wäre es wahrscheinlich ist ein gar Vorteil. Nicht, man ist gar nicht miteinander verbunden, sondern wir gehen nur zeitgleich in die Räume. Aber wie soll das denn funktionieren? Wenn du irgendwie auf der einen Seite ein Rätsel löst und nicht auf der anderen? Ja, wir werden es sehen. Wir lassen es einfach überraschen. Wir haben uns nicht vorher informiert, wie dieses Spiel genau funktioniert. Wir haben nur sehr viel Gutes gehört. Ja, wie gesagt, der Plan steht ja auch erst seit gut 10 Minuten, dieses Spiel zu spielen. Und die schnelle Umsetzung ist das geworden. Und ich freue mich aber. Wir klicken uns jetzt hier einfach mal durch. Okay, man kann klicken, ziehen, drehen und das Maulrad benutzen, um die Welt zu erforschen. Okay, cool. Klingt wie normales Computerspiel. Wir empfehlen, dass Sie Discord verwenden, wenn Sie über einen Online-Chat anrufen. Okay, ja. Check. Ja, in dem Fall, wir benutzen auch Discord, also I am Bonnie, wenn das die Leute interessiert und mit uns sprechen wollen. Oder Nerds After Dark, ihr findet unser Discord in einem Link irgendwie drunter. Und ich klicke einfach mal weiter. So, ein Koop-Spiel für zwei Spieler und auf zwei Geräten. Okay, ja. Ja, willst du Spieler 1 oder Spieler 2 sein? Ich glaube, ich bin so ein Spieler 1-Typ. Oder möchtest du Spieler 1 sein? Nein, ist okay. Ich kann mal mitleben. Okay. Ich kann auch damit leben, Spieler 2 zu sein. Aber wenn du mich so fragst, so, du bist darauf, Spieler 1. Achte darauf, dass dein Mitspieler 2 ist. Okay. Ich bin jetzt echt mal gespannt, wie das jetzt funktioniert. Ich glaube, die Spiele haben miteinander nichts zu tun. Und dadurch, dass man zeitgleich die Sachen macht, öffnen sich unterschiedliche Türen sozusagen für den Spieler 1 und Spieler 2. Aber es sind die gleichen Sachen. Deswegen kann man einfach zeitgleich drüber sprechen. Aber wir sind gespannt. Okay, ich klicke einfach mal auf Spiel beginnen. Heute haben du und dein Partner zwei seltsame Pakete empfangen, die beide eine alte Uhr enthielten. Ich habe sogar einen anderen Text als du. Interessant. Donnerstag, 27.08.2020. Ah, genau heute. Okay. Lieber Spieler 1, ich würde einfach sagen, ich fange einfach mal immer an und dann nimmst du die Texte, die bei dir sind. Kann man es anklicken? Ja, hier. Lieber Spieler 1, diese Uhr ist Teil eines Spiels, ein Geschenk für meine Schwester. Um eine Chance zu haben, spiele mit einem Partner und sagt euch gegenseitig, was ihr lest und seht. Falls ihr meine Schwester findet, sagt ihr, dass ich sie vermisse. Amelie. Ja, ich habe dir eine Uhr geschickt und eine deinem Partner. Falls ihr ein Spiel spielen wollt, seht zusammen in die Vergangenheit. Denkt daran, die Uhren aufzuziehen. Amelie. Denkt daran, die Uhren aufzuziehen. Okay, also ich kann auf meine Uhr nicht klicken. Ich habe hier noch eine Büroklammer und ein Radiergummi. Ich bin an irgendeinem Schreibtisch, glaube ich. Ah, hier ist das Paket. Okay, ich kann mich hier runterscrollen. Den Radiergummi kann man ich habe eine Uhr. Okay, ich gehe mal hier an diese Kiste. Ich habe eine Taschenuhr auch. Ja, ich auch. Amelie, 1915. Ich guck mir Lark.
Lorke? Lorke, okay. Naja, so ein AE, so, weißt du, wo A und E so. Ist ja ein skandinavisches Spiel, eine schwedische und dänische Produktion, glaube ich. Deswegen wird uns das, glaube ich, ab und an mal begegnen. Ich habe hier in meiner Box auch noch ein Stück von einem Zeitungsartikel. Ja, das habe ich auch. Okay, ein weiteres Verschwinden von Dr. Mark D. Hansen, Hillebeck Press. Lerke, das jüngste Mitglied der bekannten Uhrmacherfamilie, wird seit gestern als vermisst gemeldet. Ihre Schwester Amalie erzählte uns, sie hätte sie zuletzt um 10.30 Uhr gesehen. Okay. Zufällig durchgerissen und nicht vollständig. Vielleicht, ja. Also es könnte sein, dass mir die rechte Hälfte von diesem Artikel fehlt. Ja, die habe ich nämlich. Mhm. Verständlicherweise bekümmert korrigierte sie später ihre Aussage und meinte, es müssten 1,5 Stunden später gewesen sein. Kontakt. Sollten Sie etwas Ungewöhnliches gesehen oder gehört haben, wenden Sie sich bitte an die Polizei. Okay. Ich sehe schon, das Spiel ist wirklich auf Kooperation ausgelegt. I see. Okay, ich mache mal meine Uhr auf. Ja, tu das. Also ich kann sie auch drehen und aufziehen sozusagen. Ja, ich auch. Ah, ich kann die Uhr verstellen an dem Minutenzeiger. Ich stelle sie einfach mal auf, also 10.30 Uhr war bei mir und mit der Erkenntnis, mit deiner Erkenntnis, dass es 1,5 Stunden später war, muss es 12 gewesen sein. Ja. Also stellen wir es mal auf 12. Ja, uiuiui, ich werde in einen Strudel gezogen. Ich habe oben das Rädchen gedreht und dann wird man in einen Strudel gezogen. Oh. Ah, das Rädchen gedreht habe ich. Mhm. Jetzt passiert es bei mir auch. Kapitel 1. Dies ist eine Kopie, die ich von der Welt gemacht habe, die Lerke und ich kannten. Okay. Sehr philosophisch auf jeden Fall. Gefällt mir Lerke schon mal ganz gut. Lerke verschwand im Jahr 1937, aber es begann alles Jahre zuvor. 2020 und 1927. Okay, bei mir startet es bei 2020 und wir werden zurückversetzt. 1927, okay. Mhm. Okay. Ich glaube, ich stehe an einem Bahnhof oder sowas und ich habe so einen Uhrenzeiger, mit dem ich rotieren kann. Und wenn ich nach rechts gucke, habe ich einen Wald, nach links habe ich Wald mit Zaun und vor mir ist eigentlich nur, sieht aus wie ein Bahnhof, aber ich habe einen riesen Button mit Neustart. Hm? Okay. Also... Ach so, ja, stimmt, das sehe ich auch. Hast du schon einmal eine Rundumsicht gemacht? Ah, da, Ravens Uhren hat man noch. Mhm. Dann habe ich noch einen Brunnen. Mhm. Und ein weißes Haus. Mhm. Und dann wieder diese Station. Ja. Also diese Station, das sieht aus, als würde man da irgendwie langfahren müssen, aber dafür fehlt uns, glaube ich, noch der Code und ein Knopf. Also bei mir fehlt ein Knopf. Bei mir auch. Okay. Welcher fehlt denn bei dir? Bei mir fehlt von links der zweite, also der nach rechts Knopf. Okay, ja, der fehlt bei mir auch. Oh. Aber man kann die Bahn schon bewegen, aber halt, ne? Nicht nach rechts. Eigentlich nur nach oben. Nur nach oben oder unten geht bei mir auch nicht irgendwie. Naja, nach unten kann man nicht zurückfahren. Nach unten. Ah, shit. Ah, man kann aber auf neu starten klicken, okay. Genau. Okay, alles klar. Naja, gut. Wo wollen wir anfangen? In dem weißen Haus vielleicht, weil es das erste ist? Oder, also was wir hier wissen, sind, das sind zwei Schwestern, die in diesem Uhrenmacherladen verschwunden sind. Vielleicht könnten wir uns auch als erstes den Uhrenmacherladen angucken. Mir ist es wurscht. Mhm. Auch mir eigentlich auch. Aber wir können ja erstmal gucken, ob wir überhaupt schon überall was machen können. Gut. Spontan wird es mich auch zu dem Haus ziehen, muss ich sagen. Öffnungszeiten 3 bis 9 steht bei mir, wenn ich draufklicke. Ah, warte mal, du bist jetzt doch du bist zu dem weißen Haus gegangen. Sorry. Nee, Uhrenmacherladen. Zu dem Uhrenhaus, okay, ja. Moment, ich guck mir den auch mal an. Okay. 3 bis 9. Und jetzt ist ja erst 12. Das heißt, wir können noch gar nicht. Ja. Vielleicht ist da irgendein Mechanismus dahinter, dass man irgendwo eine Uhr verstellen kann, um dorthin zu gehen. Aber dann ein Brunnen oder Haus? Dann lass mal hier weiter drehen, einfach zum Brunnen. Okay. Also grafisch sehr, sehr schön gelöst. Oh, ja. Ich habe hier eine Leiter. Ja, ich auch. Kletter ich einfach mal runter. Ah, okay, ich habe hier einen Code. Aha, ich habe Buttons.
Bei mir fehlen drei Button. Also in der oberen Zeile fehlt mir der in der Mitte und in der unteren Zeile fehlen mir die links und rechts. Ja, dann sind wir wieder hier parallel zueinander. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich den Code einmal angleichen. Mhm. Was hast denn du ganz links oben drin? Also es gibt ja Kreis, Quadrat und Dreieck und das jeweils wahrscheinlich in schwarz. Ein Dreieck? Ein schwarzes Dreieck. Ah, guck mal, wenn ich draufklicke, verändern sich, dann mache ich das auch mal ein schwarzes Dreieck. Dann gehen wir in die Mitte, oben mittig. Da habe ich einen weißen Kreis. Was ein Weißer Kreis. Ein weißen Kreis, okay, ja. Und rechts oben habe ich ein weißes Dreieck. Ein weißes Dreieck, okay. Zack, boom. Links unten. Ein weißes Viereck. Da habe ich ein weißes Viereck. Okay. In der Mitte habe ich ein weißes Viereck. In der Mitte habe ich ein weißes Dreieck. Gut, dann gehe ich mal aufs weiße Viereck. Also heißt das, es ist weißes Viereck, ja? Mhm. Okay. Und dann habe ich einen schwarzen Kreis. Moment. Okay. Dann einmal den Hebel ziehen. Und es ist offen. Und ich habe den Button gefunden für die Bahnstation. Ja, stimmt. Cool. Button. Man merkt vielleicht, dass wir schon den einen oder anderen Escape Room gespielt haben. Ja, das ein oder andere nicht nur Abenteuer, sondern auch Rätsel gelöst. Tatsächlich haben wir gestern erst unser letztes Exit-Game beendet. Macht immer wieder Spaß. Wollen wir zurück zum Bahnhof gehen und gucken, ob das funktioniert? Ja, wäre ich dafür. Okay. Also man kann ihn einsetzen. Allerdings habe ich natürlich noch überhaupt keine Ahnung, wie man fährt. Mhm. Vielleicht müssen wir dafür tatsächlich erstmal woanders hin. Wahrscheinlich, ja. Das wird Haus? Auch... Ja. Würde ich sagen. Oh, guck mal, die ist Zeit vergangen? Es ist jetzt 2 Uhr. Oh, okay. So, wenn man ins Haus geht, habe ich eine weiße Spielzeug-Lok. Ich habe eine Kiste, an der ich kurbeln kann. Und ich habe eine Glühbirne. Interessant. Ich kurbel mal an dieser Box, die ich habe. Okay. Und es ist eine Spieluhr. Wenn ich an der Lok kurble, kommen Worte raus. Aha. Und jetzt läuft sie. Aber ich glaube, ich habe das Ende, weil meins geht los mit den Worten Hoffe, Komma, geschenkt dir, ziehe gegen, Uhrzeigersinn, ziehe gegen, Uhrzeigersinn, auf, Komma, Uhrzeigersinn, gegen, Uhrzeigersinn und weiter, Uhrzeigersinn und nicht. Was? Aber du bist jetzt beim Haus, oder? Ich bin im Haus, ja. Im Haus? Oder am Haus. Ich bin verwirrt. Also, okay, ich sehe, also ich glaube, ich bin auch im Haus, aber wie gesagt, ich sehe gar keine Lok und keinen Zettel, sondern ich habe hier einfach eine Spieluhr. Okay, warte mal, vielleicht kann ich dir irgendwas geben. Also ich habe jetzt gerade die Lampe angemacht und eine weiße Motte ist reingeflogen. Jetzt habe ich mehr Worte, ja? Ich hoffe, komm mal, dein Geschenk gefällt dir, Lerke. Ziehe sie gegen den Uhrzeigersinn dreimal auf, im Uhrzeigersinn zweimal, gegen den Uhrzeigersinn zweimal und dann im Uhrzeigersinn, oh, lass nicht los. Also... Ziehe sie gegen den Uhrzeigersinn dreimal auf. Weiter. Im Uhrzeigersinn zweimal. Ja. Gegen den Uhrzeigersinn zweimal. Ja. Und dann weiter im Uhrzeigersinn. Oh, nicht loslassen. Und lass nicht los. Es scheint nicht funktioniert zu haben. Ich glaube, wir müssen das nochmal machen. Kein Problem. So, dreimal gegen den Uhrzeigersinn. Mhm. 1, 2, 3, dann. Im Uhrzeigersinn zweimal. Gegen den Uhrzeigersinn zweimal. Und dann weiter im Uhrzeigersinn. Oh, und lass nicht los. Die Frage ist, ist es dann nur einer oder ist es dann ganz häufig? Oh Gott. Ich habe mich ein bisschen erschreckt, hat man vielleicht gehört. Ja, ist was aufgegangen? Ja, und es ist so ein Clown rausgesprungen aus der Kiste ganz plötzlich. Ich musste wirklich lang kurbeln und ich dachte, es passiert nichts mehr. Gemein. Okay, ja, es ist ein Clown rausgekommen. Ich liebe ja auch Clowns. Super sympathisch. Und ja, ein Zettel. Ich glaube... Da?
Es ist der erste Teil von der Route, die das, der Zug nehmen muss. Und eine Nummer, nämlich 00067. 00067? Mhm. Okay, also bei mir kann man nichts mehr machen. Mhm. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir gehen zurück zum Bahnhof. Mhm. Oh, ich kann den Zettel gar nicht einstecken, ist ja doof. Wie fährt die Bahn bei dir? Also, 3 nach oben, 4 nach rechts. Ins dritte wieder, Feld oder dreimal hoch? Ins dritte Feld. Okay, also hoch, hoch. Mhm. Und dann? Dann 3 Felder nach rechts. Rechts, rechts, rechts. Und dann wieder ganz nach unten, also 2 Felder nach unten. Runter, runter. Und dann hört's auf. Okay. Na gut. Aber das ist schon mal etwas. Also bei mir ist jetzt auch 2 Uhr. Ich gehe von außen nochmal ans Haus, aber bei mir hat sich jetzt hier nichts verändert. Mm-mm. Aber jetzt ist 3 geworden gerade bei mir. Bei mir ist noch 2. Das ist ja merkwürdig. Aber ich kann irgendwie trotzdem nicht, trotzdem noch nicht in den Uhrenladen. Na, um 3. Öffnungszeiten 3 bis 9. Na, wahrscheinlich nicht 3 Uhr morgens, oder? 3 bis 9. Mehr kann man hier auch nicht machen. Ich gehe nochmal an den Brunnen. Warte mal. Nee, da ist auch nicht. Man kann die Zeit manipulieren, indem man sich im Uhrzeigersinn dreht. Und jedes Mal, wenn man sich einmal gedreht hat, ist eine Stunde vergangen. Ich bin jetzt bei 5 Uhr. Ah, interesting. Jetzt ist bei mir 1, stimmt. Und ich, bei mir ist jetzt auch geöffnet. Ich kann jetzt reingehen. Na, zwischen 3 und 9 halt. Dann ist bei mir jetzt einfach mal 5, sagst du? Also. Bei mir ist jetzt 4. Also jetzt geht's halt plötzlich, auf jeden Fall. Okay. Oh, wenn man reinkommt, ist bei mir direkt ein Radio. Aha. Oh, richtig viel kann man sich hier angucken, so wie es aussieht. Okay, ich fange einfach mal an mit dem Radio. Du kannst ja schon mal ein bisschen vorchecken, ein paar Sachen. Ich habe auch ein Radio, deswegen das. Vielleicht okay. Müssen wir hier auch wieder kooperieren. Seit letztem, also ich bin auf dem ersten Sender 52.5, so ein bisschen, ja. Seit letztem Monat gingen bei der Polizei mehrere Berichte über Haustiere ein. Amalie, die älteste Raven-Tochter, ist eine brillante Uhrenmacherin und Erfinderin auf Schritt und Tritt. Oh, warte mal, hier ist gerade was runtergekrabbelt bei mir, bei dem Text. Ja, hier auch. Ein kleiner Käfer. Und der kann sich... Okay, cool. Wenn ich den Sender weiter nach rechts gehe. Vielleicht heißen die gar nicht Raven, sondern Raven, vielleicht? Wahrscheinlich. Die Ravenfamilie ist vor einem Monat hergezogen und hat Tag und Nacht gearbeitet. Ein weiteres Haustier wurde in der Nacht gestohlen. Dieses Mal waren das von Frau Jensen. Warte mal, ich glaube, wir müssen den Text zusammenlesen, oder? Hast du ähnliche Texte, oder? Ich habe auch auf jeden Fall Texte über Tiere, so. Was für Sender hast du denn, wenn ich mal fragen darf? 525, 820, 1115, 1410 und 1705. Okay, dann lass nochmal ganz nach links gehen. Mhm. Und den ersten Text sozusagen zusammenbringen. Ja. Lies deinen ersten nochmal vor. Seit letzten Monat gingen bei der Polizei mehrere Berichte über Haustiere ein. Die vermisst werden. Meistens alte Katzen und Hunde. Hoffentlich werden sie alle bald gefunden. Okay, dann gehe ich weiter. Amalie, die älteste Raventochter, ist eine brillante Uhrenmacherin und Erfinderin auf Schritt und Tritt. Folgt ihr für gewöhnlich das Ticken und Rattern einer ihrer Kreationen. Das ist auch der Moment, wo der Käfer, genau. Ja, genau. Dann gehe ich mal eine weiter. Die Ravenfamilie ist vor einem Monat hergezogen und hat Tag und Nacht gearbeitet. Um den Uhrenladen heute am 18. eröffnen zu können. Am 18., okay, das sollte man sich merken. Der 18. Hm.
Weiter. Ein weiteres Haustier wurde in der Nacht gestohlen. Dieses Mal war es das von Frau Jensen. Süßer alter Hütehund. Denken Sie daran, Ihre Türen zu verschließen, bis dieser Dieb gefasst wurde. So. Ein seltsamer Vorfall hat unseren Ort erschüttert. Schwärme von leblosen Vögeln wurden verstreut über den Boden des Waldes gefunden. Oha. Oha, was geht denn hier um? Eine Seuche? Ja, irgendwas sehr Seltsames auf jeden Fall. Neue Form der Vogelgrippe. Keine 8 Kilometer mehr laufen, um ihre Briefe zu bekommen. Jetzt ist es März und der? Bau unseres eigenen Postamts soll Ende des Monats beginnen. Nice. Und der letzte, warte. Oh, der ist aber schwierig reinzukriegen. So. Okay. Ein ungewöhnlicher weißer Rabe scheint dem jüngsten Mitglied der Rabenfamilie zugeneigt. Hoffen wir ihretwegen, dass er nicht verloren geht wie die anderen Haustiere. Ende. Ende. Interessant. So, ich habe ganz viele Uhren über mir noch. Ja, ich auch. Aber ich kann nicht nach links und nach rechts. Nee, ich auch nicht. Ich kann nur nach oben. Oben habe ich ein paar Federn. Mit denen kann ich aber scheinbar nichts machen. Und nochmal hier Nachrichten-Mittwoch-Ausgabe. In Rabens Uhrenladen kann man alle Arten von Uhrwerken kaufen, Aufträge bestellen und seine alte Uhr reparieren lassen. Heute neue Eröffnung des Uhrenladens. Der weltbekannte Uhrmacher Herr Raven hat in unserer Stadt einen neuen Uhrladen eröffnet. Er soll ein interessant. Weiter geht's nicht. Auf der rechten Seite geht's weiter. Detailgenauigkeit ist erlesen. Unsere eigene Königin soll einige seiner elegantesten Stücke haben. Heute eröffnet und mehr steht hier nicht. Okay, ich habe hier auch einen Text auf eine Rolle auf dem Boden gefunden. Mhm. Ich kann nämlich in die nächste Etage durch die Decke. Ich kann es leider nicht aufheben. Aber wenn ich da noch weiter hochgehe, sehe ich einen Kalender. Mhm. Januar, Sonntag, 1927, der 1. Aber vielleicht, das einzige Datum, was wir bis jetzt gekriegt haben, ist ja der 18. Vielleicht stellen wir das auf den 18. Ja. Und das war ein Mittwoch. Richtig? Mittwoch-Ausgabe ist auch, ja. Das ist auf jeden Fall auch hier Nacht-Mittwoch-Ausgabe. Und ich dachte mir, 12 Monate kann ich mir einfach mal durchklicken. Und es war März, also... In dem, ich habe hier so einen Schrank offen, ja, da steht, in dem Schrank ist links in der Tür, ich glaube, der rechts, der Rest von dem Ticket, um den Zug weiterzuschieben, ja. Oh, das wäre super. Dann haben wir Gullivers Reisen als Buch, Uhrenmacherei als Buch, eine Flachlupe, glaube ich, nennt man das, ich bin mir nicht sicher, ein Zahnrädchen, was man nicht nehmen kann. Unbeschriftetes Medizinfläschchen, eine Pinzette, ein Pickel, ein... Oh Gott. Beim nautischen Messen von Kartenstrecken hat man ja sowas, was aussieht wie ein Geodreieck, aber kein Geodreieck. Du meinst ein Sextant, oder? Dankeschön. Das Wort fehlte mir gerade. Dann hätten wir hier noch ein Buch über Längengrade und Nachtigall. Okay, wow, du hast ja jede Menge Zeug hier. Ja, man kann leider nichts davon nehmen. Und was war mit dem Zettel für die Bahnstrecke? Mit dem Zettel mit der Bahnstrecke, also ich sehe noch einmal nach rechts, zweimal hoch. Willst du da vielleicht mal hingehen? Ja, aber wir sollten erst meinen Part erstmal nochmal machen. Ja, ich habe meinen schon eingegeben, deswegen... Kann ich den Zettel mitnehmen? Wie war denn das bei dir? Nee, ich konnte ihn nicht mitnehmen. Also man musste sich das merken, ja? Am besten wäre es ja, du gehst nochmal auch dorthin, ich diktiere dir noch, oder hast du den Weg noch eingestellt? Ich habe, glaube ich, den Weg noch eingestellt. Ja, wenn dann kannst du mir auch diktieren, dann mache ich ihn auf meiner Seite und dann gehst du rüber zu deinem Zettel und diktierst mir den Rest und dann diktiere ich dir den Rest. Ja, ich habe gerade einfach ganz lähmend ein Foto von meinem gemacht. Oh. Das ist doch hier betrügen, oder? Nee, ich hätte es mir natürlich auch merken können. Mhm. Aber ich versuche, meine grauen Zellen für andere Dinge freizulassen. Okay, soll ich dir diktieren, wie es bei dir war? Ja. Es ist also von dem Startpunkt hoch, hoch, rechts, 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 runter, runter. Ja, das hatte ich so auch noch im Kopf. So, und dann gehen wir jetzt beide einmal rechts, dann hoch, hoch, hoch. Rechts, rechts.
hoch und rechts. Boom, bei mir ist was aufgegangen. Also ich höre auch etwas. Ich höre was, aber ich sehe nichts. Ach doch, da hinten ist ein Zug angekommen, wenn du zurückgehst. Wir können jetzt in den Zug einsteigen und weiterfahren. Aber warte, ich würde gerne noch mal ganz kurz ins Haus gehen. In die Uhrenmacherei, weil da unten liegt entweder eine Rolle, ein Brett oder irgendwas. Das glitzert auch, aber ich kann es nicht aufnehmen. Warum auch immer. Also ich meine, es ist so dargestellt, als es ist gehighlightet, sagen wir es mal so. Aber ich kann es leider nicht nehmen. Okay. Dann ist es vielleicht für wann später. Ja, vielleicht. Ich habe jetzt auf jeden Fall, also steig erstmal in den Zug. Ich habe auf jeden Fall einmal den Text bekommen. Ich sagte Lerke, ich würde ihr eine Uhr machen, aber sie war nicht interessiert. Sie war zu beschäftigt, mit ihren blöden Vögeln zu spielen. Okay. Wenn ich auf den Zug klicke, Kapitel 2, ja? Mhm. Es wurde schwieriger, Tiere für meine Experimente zu finden, aber ich kannte noch eines, an das ich leicht rankommen konnte. Oha. Oha. Interessant. 1927, Reise 1932. Achtung, gesperrter Weg. Ah, interessant. Der Zug hat uns in die Zug... Also, immer noch in die Vergangenheit, aber... Mhm. Außer Dienst, wir kommen nicht wieder zurück. Guck mal, jetzt gibt es da, wo der Brunnen war, ein Postamt. Mhm, wie angekündigt. Mich würde interessieren, bevor wir in das Postamt gehen, nochmal in die Uhrenwerkstatt oder ins Haus zu gehen. Dann lass doch vielleicht erstmal ins Haus gehen. Okay, gerne. Oh, Kaminraum. Okay, ich hab, du bist jetzt im Kaminraum? Ja. Okay, ich bin, hab so ganz viele Glocken. Küche, Vordertür, Labor, Musikraum. Wo warst du jetzt im Musikraum warst du, ne? Vorhin? Jetzt? Nee, jetzt. Achso, im, also ich habe einen Kaminraum. Also ich würde sagen, ich bin in einem Salon, in der Lobby oder irgendwas. Also ich habe ein klassisches Feuer mit Holzscheiten, einem Hirschgeweih davor, da drüber. Wenn ich das Feuer anklicke, knistert es und funkt es. Aber ich habe noch eine Tür, da würde ich jetzt mal durchgehen. Ich habe einen Zettel gefunden. Okay, dann erzähl mal. Ich habe etwas für dich unten hinterlassen. Es wird meine bisher größte Erfindung sein. Spiele unsere geheime Melodie und ich werde die Tür öffnen. Okay, das muss man wahrscheinlich hier mit den Glocken machen, die ich hier habe. Oh Gott, ich kann von der Tür runtergehen. Okay, ich muss irgendeine Musik spielen und dann kann ich die Tür öffnen. Vorher passiert bei mir nichts. Okay. Also du bist auf dich allein gestellt. Okay, also ich kann durch diese Tür in den Keller jetzt, ja? Und habe im Keller ein Käfig, wo nichts drin ist. Ich habe ein Fässchen. Oh! Ist jetzt Öl oder Schnaps ausgelaufen und ich habe hier einen Wortsalat. Und da steht, ich habe an der Iteration jetzt ein Jahr lang im Labor gearbeitet. Bewahre sie für mich auf, Lerke. Hüte sie. Okay. Oh, ich habe ein Gecko angeklickt. Kisten. Ah, ich habe den Gecko gerade gefangen, ja, okay. In 5 Jahren, wenn ich mehr Wissen habe, komme ich zurück und vollende sie. Ich werde am Esstisch sitzen und auf dich warten. Ich glaube, ich habe hier, ich glaube, in diesen Nachrichten ist irgendwie versteckt, was für eine Melodie ich spielen muss. Du hast doch davor irgendwas von Labor gehabt und Esstisch, es gibt ja auch Speisesaal. Also für deine Erklärung, ich habe hier 6 Glocken vor mir, ja. die ich klingeln kann und da steht immer der Name von einem Raum unten drunter. Ja, okay, mein Text hat sich jetzt zusammengefügt. Okay. Ich lese es nochmal ganz schnell vor, ja? Ja. Ich habe an der Iteration jetzt ein Jahr lang im Labor gearbeitet. Bewahre sie für mich auf, Lerke. Hüte sie wirklich gut, so wie die 2 Kätzchen, die du in der Küche gefunden hast. In 5 Jahren, wenn ich mehr Wissen habe, komme ich zurück und vollende sie. Ich werde am Esstisch sitzen und auf dich warten. Okay, also Iteration ist doch was aus der Musik. Richtig. Muss man dann vielleicht mit Musikraum anfangen?
Haben wir hier, also, bist du Musik, hast du einen Musikraum? Ja, also ich habe Küche, Vordertür, Labor, Musikraum, Büro und Speisesaal. Und Iteration würde ja für Musikraum sprechen, dann habe ich noch Labor, dann irgendwas mit den Kätzchen in der Küche. Und dann haben wir doch noch hier, ich werde am am Esstisch sitzen, auf dich warten. Genau, am Esstisch sitzen. Ja, dann habe ich noch Speisesaal. Ich probiere das einfach mal in der Reihenfolge. Ja. Nein. Leider hat das nicht geklappt. Da scheint noch was zu fehlen. Ja. Ich kann hier ganz viele Sachen anklicken und ein paar Sachen hin und her schieben, aber es ergründet sich. Und ich habe einen Gecko gefangen, also. Ein Gecko. Wo hast du den denn gefangen? Im Keller. Okay, das hilft mir nicht. Ja. Vielleicht bin ich hier aber auch erstmal fertig. Na gut, aber dann kommen wir hier erstmal nicht weiter mit der geheimen Melodie, die ich spielen muss, um die Tür zu öffnen. Ja, wir brauchen irgendeine Melodie, ne? Aber ich denke eigentlich... Also andere Hinweise auf Räume findest du nicht, ja? Ich finde... Also zu einem Lied oder was meinst du? Nee. Also ich glaube, wir müssen halt irgendwie die Räume in einer bestimmten Reihenfolge anklicken, um die geheime Melodie zu spielen. Und ich dachte, dass du das aus deinen Hinweisen rausgelesen bekommst, weißt du? Also, ich habe an der Iteration jetzt ein Jahr lang gearbeitet. Bewahre sie für mich auf. Hüte sie wirklich gut wie die zwei Kätzchen, die du in der Küche gefunden hast. In 5 Jahren, wenn ich mehr Wissen habe, komme ich zurück und vollende sie. Ich werde am Esstisch sitzen und auf dich warten. Hast du ein Labor bei dir? Ja. Hast du eine Küche? Ja. Also ich lese ja klar raus, dass hier irgendwie Labor, also 1 Labor, 2 Küche, 5 Esszimmer. Ist das vielleicht was? 5 Esszimmer? Naja, in 5 Jahren, wenn ich mehr Wissen habe, komme ich zurück. Natürlich. Okay, warte, nochmal, welche Nummern hatten wir? Also, ich habe ein Jahr lang im Labor gearbeitet. Also Labor, ja. Wirklich gut, so wie die 2 Kätzchen, die du in der Küche gefunden hast. Also Küche 2. Ja. Und in 5 Jahren werde ich am Esstisch auf dich warten. Das könnte das Esstisch sein. Und da fehlt jetzt halt 3 und 4, aber... Ja, da fehlen 3 und 4. Das heißt, wir müssen noch Hinweise auf den Rest finden. Also ich habe noch... Aber das ist jetzt eine 50-50-Chance, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. weil es ist jetzt 1... Oder ich weiß tatsächlich nicht, wie es bei dir aussieht. Ich habe 6 Glocken. Okay. Und es muss sich auch irgendwie anders lösen lassen. Ja, natürlich. Okay, gut, dann würde ich sagen, schauen wir weiter, oder? Ja gut, schauen wir mal, ja. Wie wär's mit der Ravensuhrenmacherei wieder? Da müssen wir aber erst 3 bis 9. Wieder die Zeit vorspulen. Und rein da. Witzig, dass man sich erst in die... okay. Ich habe einen Schlüssel gefunden. Ich bin an einem Schreibtisch. Ich habe einen weißen Raben oder eine weiße Krähe hier. Ich habe die Arbeitsmaterialien. Ich habe rote, weiße und eine bernsteinfarbene Perle. Schubladen, die ich nicht aufmachen kann. Eine Lampe, die ich nicht anklicken kann. Ich habe 2 Büchereigenschaften von Autoren. Einmal die Zeitextraktion und einmal eine Ausbildungsurkunde. Ich kann mir die Ausbildungsurkunde angucken. Okay, krass. Okay, Ausbildung. Liebe Amalie, ich freue mich, dir mitzuteilen, dass du als mein neuer Schüler ausgewählt worden bist. Deine Experimente mit Zeitextraktion sind wirklich bahnbrechend. Ich stimme zu, dass unsere kurze Lebenszeit äußerst unfair ist, besonders für Leute wie uns, die darauf drängen, die Welt zu verbessern. Ich freue mich darauf, dir in der Schweiz bei einem Experiment zu helfen. Mit aufrichtigen Grüßen, Clarissa Schaar, Meisteruhrenmacherin.
Ja, an dieser Stelle möchte ich übrigens Werbung machen für die Serie Dark, Leute. Schaut sie euch an, ja, wenn wir hier über Zeitreisen und Uhrenmacher sprechen, guckt sie euch an. Ja, unbedingt, guckt sie euch an. Wirklich? Aber dafür müsst ihr jetzt nicht dieses Video pausieren, ja. Ich würde sagen, lauft einfach nach diesem Ding, ja. Wenn ihr, nachdem ihr das Video geliked habt und den Channel abonniert habt, dann geht ihr sofort auf Netflix und guckt euch diese Serie an. Das ist wahrscheinlich das Beste, was in den letzten Jahren je gedreht wurde. Absolut, kann ich nur zustimmen. Ich habe einen Schlüssel gefunden und einen Briefumschlag, wo, glaube ich, auch ein Schlüssel drin ist. Allerdings habe ich beides direkt eingesteckt und konnte es mir nicht angucken. Okay. Ich habe hier noch einen kleinen Zettel, ja, und zwar steht hier drauf, legt diese Werkzeuge nicht weg, ich werde arbeiten, wenn der Uhrenladen geschlossen ist. Amalie. Ich glaube, jetzt kann ich in den Uhrenladen vielleicht, wenn wieder geschlossen ist, weil ich einen Schlüssel habe. Vielleicht ist es der Schlüssel für den Uhrenladen. Ja. Und ich habe ein Bild gefunden hier noch, wo man halt so von hinten eine Frau mit blonden Haaren und einer Schleife im Haar sieht und auf ihrer Schulter sitzt ein weißer Rabe. Okay, hier ist ein Rabe. Der Rabe sieht aus, als wäre er von Amelie. Mhm. Aber kannst du die nochmal rausgehen sozusagen und die Uhrzeit ändern und dann zur geschlossenen Zeit rein? Ja, gucken wir mal, ob ich das... Bei mir gibt es hier nichts weiter. Mhm. Schwindelig. Das Wetter ändert sich nie und die Helligkeit ändert sich nie. Wir sind in Skandinavien gewöhnlich dran. Ich ändere auch mal die Uhrzeit und gucke mal, wie es sich... Ja, jetzt kann ich mit dem Schlüssel auch zu dieser Zeit reingehen. Und jetzt habe ich hier ein Buch, wo Edelsteine draufsteht und ein Buch über Uhrenbau. Okay. Und ich habe hier, wenn ich das Buch über die Edelsteine aufschlage, habe ich hier verschiedene. Malachit ist ein für seine grüne Farbe bekanntes Kupfermineral zur Herstellung dauerhafter Pigmente. Weil er Energie kanalisieren kann, wird Quarz gerne für die Uhrenherstellung benutzt. Der Rubin ist hart und dauerhaft und verbessert die Reibung in mechanischen Instrumenten. Dalmatinerstein leitet Energie, ist weniger mächtig als Quarz, nutzt sich aber nicht so schnell ab. Onyx kann als Isolator zum Verlangsamen kleiner elektrischer Ströme benutzt werden. Tigerauge wird wegen seiner Schichtung von Quarzkristallen als Leiter verwendet. Okay. Okay. Und Uhrenbau, neue Methoden zur Messung von Zeit, von C.Char. Und Amalie Raben steht oben in der Ecke. Das ist die Meister, Uhrenmeisterin, die die Ausbildung von Amalie ist. Oder wird. Ist die Char? Ja, die C.Char, ja. Ja, so soll ich einmal vorlesen? Bitte. Kapitel 4, Genauigkeit. Durch vielfache Studien fand Frau Schaar heraus, dass ein Zeitabschnitt genauer ist, wenn nur Quarz zum Kanalisieren verwendet wird. Ich glaube, diese Abfolge ist genauer mit zusätzlichem Vorteil der Zeitspeicherung. Tigerauge sollte links vom Quarz sein, Malachit darf nicht an den Enden oder direkt neben dem Rubin sein, der Rubin darf nicht direkt neben dem Tigerauge sein. Ich sehe schon, worauf das hinausläuft. It's a code. Ja. Waage. Für höchste Genauigkeit, die Waagennadel zeigt auf den dritten Quarz. Sternchen zeigt stattdessen auf den Malachit, speichert Zeit besser? Fragezeichen. Bei optimaler Genauigkeit, Uhr durch zweimaliges Drehen des oberen rechten Randes im Uhrzeigersinn aufziehen. Oh Gott. Wenn der Deckel geschlossen ist, Experiment durchstellen, der Uhr auf 12 prüfen. Sollte Extraktionsprozess auslösen. Okay, ich verstehe noch nichts. Gefühlt, aber wie eine Anleitung. Das klingt ganz klar wie eine Anleitung. Ja, definitiv. Wir haben noch nicht gefunden, wo wir das einstellen. Hier war auch eine Skizze drauf, wie das wahrscheinlich ungefähr aussehen soll, mit so 4 Positionen, wo man wahrscheinlich einen Edelstein reinsetzen kann. Ja, also, wir wissen jetzt auf jeden Fall, wo wir 3 finden. Die liegen bei mir. Ja, die liegen bei dir. Sehr gut. Kannst du die mitnehmen? Nein, leider nicht. Na dann, wollen wir uns mal das Postamt ansehen. Lass uns das Postamt anschauen. Ich gucke mir jetzt das Postamt zwischen 3 und 9 an, ja? Nur falls es für ein Detail her wichtig ist. Mhm. Oh, hier ist wieder so ein goldener Käfer, den man aufziehen kann. Der läuft dann hier rum. Ich habe einmal... ich hatte einen Brief gefunden und den habe ich jetzt in den Briefkasten geschoben. Und jetzt kommt hier Postfach Nummer 28. Nordwest, West, Südwest, Ost. Oh. Post? Okay. Warte. Ich habe hier nämlich ganz viele Postfächer und kann Himmelsrichtungen angeben. Welches ist es?
28? Also ja, genau. Okay, dann gib mir nochmal die Codes durch. Nordwest. Nordwest, ja. West. West. Südwest. Südwest. Und Ost. Und Ost. Ja, ich krieg's auf. Nice. Ein Brief an Amalie Raven. Aus Dänemark. Also in Dänemark verschickt. Von Lerke. Mit einem Schlüssel drin. Bling. Hier ist dein Schlüssel zum Uhrenladen, Amalie. Wenn du mit der Arbeit fertig bist, könntest du mir helfen, meinen Raben zu suchen. Ah, guck mal, jetzt kannst du auch nach der Uhrzeit, nach Dunkelheit, also nach den Öffnungszeiten in den Uhrenladen. Ja, nice. Und dann können wir das Rätsel wahrscheinlich zusammen lösen. Okay. Dann drehe ich hier nochmal so, dass es für unsere Zuschauer schwindelig wird. Entschuldigt, Leute. Das ist erst 9. So, jetzt habe ich bin ich zurückgekommen und die Uhr ist richtig zusammengesetzt schon. Mhm. Und ich. Oh shit, das sieht aus wie eine. Oh nein, okay, jetzt musst du mir diesen Text vorlesen nochmal. Okay. Tigerauge sollte links vom Quarz sein. Quarz ist welcher? Das ist der weiße. Tigerauge sollte links vom Quarz sein? Ja, okay. Malachit darf nicht an den Enden sein. Malachit ist der grüne. Wahrscheinlich, okay. Also Malachit darf nicht an den Enden oder direkt neben dem Rubin sein. Und der Rubin darf nicht direkt neben dem Tigerauge sein. Der Rubin darf nicht neben dem Tigerauge sein. Genau. Und der Also der das Tigerauge ist der bernsteinfarbene, nehme ich an, ne? Ja, genau. Okay. Also, der darf nicht am Ende sein. Am Rand sein? Der Malachit darf nicht an den Enden sein. Also, ich nehme an, damit ist der Rand gemeint. Also, hier sind aber fünf Enden, deswegen, also es ist immer irgendein Ende. Ich denke, das heißt links oder rechts. Ja, wahrscheinlich. Und er darf nicht neben einem... Neben dem Rubin sein. Also Malachit, der Grüne, darf nicht neben an den Enden oder neben dem Rubin sein. Und der Rubin darf nicht neben dem Tigerauge sein. Ja. Und das Tigerauge muss links vom Quarz sein. Das geht aber nicht. Nicht? Ich hätte jetzt gesagt... Rubin ist rot. Richtig? Ja, ich hätte jetzt gesagt, ganz links Tigerauge, dann Malachit, aber dann Quarz und dann Rubin. Aber dann sind doch der Rubin... Okay, Moment, nochmal. Also, Tigerauge nach ganz links, sagst du? Ja. Dann? Malachit. Das ist der Grüne? Weil, ja, dann Quarz. Und? Dann Rubin, okay. Ja, weil es links heißt ja nicht direkt links daneben, sondern nur links im Allgemeinen. Oh, okay, und was sagt das Rätsel dann weiter? Die Wagennadel zeigt auf den dritten Quarz, zeigt stattdessen auf den Malachit. Also Wagennadel auf den Malachit? Der Malachit war der Grüne. Grüne, Ja. So, und dann Uhr durch zweimaliges Drehen des oberen rechten Rades im Uhrzeigersinn aufziehen. Jawohl. Und wenn der Deckel geschlossen ist, Experiment durch Stellen der Uhr auf 12 prüfen. Sollte Extraktionsprozess auslösen. Ich drehe es jetzt auf 12. Ja, der Rabe fängt schon an hier. Oh. Klick. Jawohl. Zeitstrudel. Ah, aber was ist mit mir? Du reist jetzt ohne mich. Es hat mich nicht reingezogen, sondern den Raben. Ah, interessant, okay. Und jetzt zeigt die Uhr. Springt zwischen 11:45 und 12:30. Hat uns das jetzt irgendwie
Also es springt 3, 3, 6, 3, 6, 6, 3, 3, 3, 3, 3, warte, 6. Es ist ein Rhythmus, ganz klar. Also das ist 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 3, nochmal, ich fange nochmal an. 3, 3, 3, 6, 3, 6, 6, 3. Warte nochmal. 3, 3, 3. 3, 3, 3, 6, 3, 6, 6, 3. Okay, das bringt mir aber nichts, solange ich nicht weiß, was die 6 ist. Also ich habe jetzt gedacht, das ist jetzt, müsste jetzt doch der Code sein für das, dass die Tür öffnet eigentlich, oder? Welche Tür? Naja, die Tür in dem Haus, die wir noch nicht aufgekriegt haben. Okay. Also ich weiß gerade nicht, was ich sonst mit dem Code mache. Ja, yeah, also das ist die Uhr, die wir jetzt gerade zusammengebaut haben, hat den Raben reingezogen. Ja. Und tickt jetzt immer wieder diesen einen Takt und zieht sich dann neu auf. Ja. Und deswegen habe ich den nur so genannt. Mhm. Aber vielleicht schreibe ich mir den einfach nochmal kurz auf hier per Hand. Moment. Einen kleinen Augenblick. Also ich fange nochmal an. Den werden wir nachher sicherlich nochmal brauchen. Auf jeden Fall. 3, 3, 3, 6, 3, 6, 6, 3. Okay. Okay, dann verlasse ich das Uhrenhause nochmal hier. Ja. Dann müssen wir jetzt irgendwie. Dann bleibt ja eigentlich nur noch der Hinweis. Achso. Ja. Der Hinweis, wie ich durch diese Tür komme. Also was anderes haben wir jetzt ja hier gar nicht mehr. Ich gehe nochmal ins Haus. Vielleicht hat sich ja bei mir im Haus was verändert. Ja. Nee, im Haus bin ich immer noch im Keller. Der Gecko ist immer noch gefangen. Aber und du bist sicher, du hast keinen Hinweis verpasst. Also, ich bin im Haus, ja? Ich gucke nochmal genau. Ich bin oben. Hier ist der Eingang nach unten. Die Tür kann man nicht mehr zumachen. Die Holzscheite lassen sich nicht anklicken. Der Kamin nicht wirklich. Das Geweih auch nicht. Der Kaminrahmen nicht und die Wand nicht. Ich kann aber runtergehen. Mhm. Unten beginnt es mit dem obersten Regal. Da sind zwei Boxen drauf, die man nicht anklicken kann. Mhm. Die machen Geräusche, aber da macht nichts. Dann habe ich die Schnur aktiviert, dass was passiert. Der Farbeimer, da geht nichts. Pinsel, da geht nichts. Hier hat sich der Gecko versteckt. Hier ist eine kleine. Was ist denn mit dem Gecko? Macht der irgendwas? Der sitzt nur im Käfig gerade. Man kann ihn nicht mal. Vorhin ist er hier rumgelaufen und jetzt hat man ihn gefangen. Mhm. Also ist er erst dann in die Falle gelaufen. Dann habe ich die Decke zugemacht und den kriegt man aber auch nicht mehr auf. Ich kann hier Becher hin und her schieben. Also ich habe einen Tonkrug, den ich auf einem Regal hin und her schieben kann. Ich habe eine Glasflasche, die ich hin und her schieben kann. Und ich habe auf einem anderen Regal zwei Glasflaschen, die ich ein bisschen hin und her schieben kann. Okay, dann habe ich das Fass, wo die Worte rauskamen, einen nassen Boden und diese Schnur und dieses Rätsel halt. Okay, so, da hatten wir ja Labor ist, was ist, also nochmal die Zahlen, die wir hatten, ich hätte es mir aufschreiben sollen. 1, Labor. Ja. 2, Küche. Ja. 5, Esstisch, also Esszimmer. Aha. Und was bleibt da noch übrig? Naja, 3, 4 und 6. Vordertür, Musikraum und Büro. Das sind 9 Versuche, ne? Aber man muss es doch anders gelöst kriegen, als sich da durchzuprobieren. Eigentlich schon. Also ich habe ja den Zettel, ich habe etwas für dich unten hinterlassen. Es wird meine bisher größte Erfindung sein. Spiele unsere Geheimmelodie und ich werde die Tür öffnen. Und deswegen dachte ich... Das klingt ein bisschen danach, als würde ich dir die Melodie geben müssen. Ja, genau, deswegen. Und dadurch, dass du diesen Morse-Code oder den Uhren-Code hattest, dachte ich, wenn ich weiß, was 6 ist, kann ich es vielleicht öffnen. Also, wenn es so kompliziert ist überhaupt. Ist es vielleicht
die Richtung, in die ich irgendwas drehen muss? Ich denke, wir brauchen einfach die Zahlen noch für die restlichen Räume. Ja, aber ich kann dem jetzt auch gerade nicht viel irgendwie, also im Haus, wie gesagt, das ist für mich extrem. Ich wüsste nicht, wo ich hier noch was machen sollte. Ich habe alles angeklickt, versucht. Also, ne, das weiß man auch immer erst, wenn es dann soweit ist, ne, aber. Also, du hast hier unten, also, wer sagt dem wem gerade was, wenn ich nochmal fragen darf? Also, ich glaube, du musst mir sagen, was die geheime Melodie ist. Okay. Weil ich muss dann halt diese Melodie spielen mit den Glocken. Und dann müsste bei mir eine Tür aufgehen, die aktuell verschlossen ist. Bist du Lerke oder bin ich Lerke? Das ist wahrscheinlich gar nicht so zu sagen. Ich glaube, keiner von uns ist Lerke. Ja, wir versuchen das Ganze ja nur nachzuvollziehen. Ja. Ich lese es nochmal, ja? Ich habe an der Iteration jetzt ein Jahr lang im Labor gearbeitet. Bewahre sie für mich auf, Lerke. Hüte sie wirklich gut, so wie die zwei Kätzchen, die du in der Küche gefunden hast. In 5 Jahren, wenn ich mehr Wissen habe, komme ich zurück und vollende sie. Ich werde am Esstisch sitzen und auf dich warten. Oh, so offensichtlich. Weißt du mehr als ich? Ja, ich habe jetzt einmal die Glocke vom Labor geläutet, 2-mal die Glocke von der Küche und 5-mal die vom Speisesaal. Jetzt ist die Tür aufgegangen. Okay. Gut, ich bin froh, dass ich nichts verpasst habe, weil ich dachte echt so, what? Okay. Da hätte ich auch früher drauf kommen können, aber ich dachte irgendwie, es ist komplexer. Auf jeden Fall kann ich jetzt da runter. Ah, jetzt kann ich in die untere Ebene. Und ich habe hier ein Fass mit einem Loch drin. Plupp. Und Gläser, die ich verschieben kann. Ja, wir sind jetzt im gleichen Keller. Oh, okay. Das heißt, aber ich müsste ja irgendwas finden, was du noch nicht gefunden hast. Ist bei dir auf dem Boden ein Gecko? Im Käfig? Nein, ich sehe auch gar keinen Käfig. Ich sehe nur ein Fass. Kannst du aus dem Fass den Korken ziehen? Da ist kein Korken drin bei mir. Ah, okay. Oh, ich hau das Fass kaputt. Moment. Und es ist eine Uhr rausgefallen. Okay. Und was lustig sagt die Uhr? Die Wie sieht sie denn aus? Es ist die Uhr, die wir am Anfang auch gesehen haben, glaube ich. Diese goldene. Und sie verstellt sich die ganze Zeit von selbst. Und zwar auf was? Das ist dieser Code, wo du meintest 336. Ja, okay, 12, okay. 12, 12, 12, 3, 6 und dann dreht sie sich 12, 3, 12, 12, 12, 3, okay. Also bei dir springt sie anders, ja? Bei dir gibt es einen anderen Code. Es scheint so, ja. Versuch mal, also. Ja, warte. Ich glaube. Warte kurz. Mhm. 12, 3, 12. 12, 12, 3, 6. Das ist der Code. Kannst du ihn nochmal sagen? Ja, Moment, ich muss kurz warten, bis er einmal durchgelaufen ist. Mhm. 12, 3, 12, 12, 12, 3, 6. Und dann dreht es sich 3-mal so durch. Ja, das machst du auch. Ich glaube, das ist aber das Ende. Aha. Glaube ich auch. 12, 3, 12, 12, 12, 3, 6. Ja. Ich überlege gerade, ob das ein. Klar ist es irgendwie ein Code. Aber ist das. Ich frage, ist das eine Uhr? Also, wo muss man das einstellen? Vielleicht das ist doch der neue Code für den Zug, oder? Also irgendwie nur, dass halt die Uhrzeiten praktisch die Felder sind, die du dich in die entsprechende Richtung bewegen musst. Weißt du?
Okay. Also für 12 Uhr ist nach oben, 3 Uhr ist nach rechts und 6 Uhr ist nach unten. Okay, und du hast recht. So dann fang, ja, das ist gut. Dann fangen wir doch mal mit meinem an, ja? Ja, Moment. Und zwar ist es, ich muss kurz einmal zurück. Kein Problem. Ich fange einfach mal an, ja? 3, 3, 3, also rechts. Warte, stopp. 3 nach rechts. Nee, es muss mit deinem anfangen. Ach so. Weil bei mir würde es sonst rechts runtergehen und das ist nicht möglich. Ah, okay, ja. Also ist es 12, also hoch, rechts, hoch, hoch, hoch. Ja. Rechts, runter. Mhm. Rechts, rechts, rechts. Runter, runter. Nee, Entschuldigung, fuck, ich hab's falsch gesagt. Entschuldigung. Oh, alles gut. Mir leid. Also nochmal, wir fangen nochmal mit deinem an. Mhm. Also 12. Hoch, rechts, hoch, hoch, hoch. Rechts, runter. Und dann bin ich dran. Rechts, 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 runter. Rechts, runter, runter, rechts. Oh, oh, ja. Ich habe irgendwas falsch gemacht am Anfang. Kannst du es mir noch einmal ansagen? Kein Problem. Also, hoch. Ja. Rechts. Ja. Hoch, hoch, hoch. Ja. Rechts. Mhm. Runter. Mhm. Rechts, rechts, rechts. Mhm. Runter. Mhm. Rechts. Mhm. Runter, runter. Rechts. Ah, ja, jetzt hat's auch geklappt bei mir. Sehr gut. Okay. Und jetzt ist wieder der Zug da. Okay. Nice one. Ja, läuft doch. Bin ganz zufrieden, wie wir das bisher machen. Kapitel 3. Es war leichter, als ich dachte, von Tieren die Zeit zu entziehen. Nun musste ich lernen, das Gleiche mit Menschen zu machen. Ui. Bei mir steht, ich wusste, Lerke würde die Menschen nicht verletzen wollen, die in die Uhr fielen. So beschloss ich, ihnen einen Ausweg zu bieten. Hm. 1937. Und ein merkwürdiger Ort. Oh, Glockenspielchen mit Lichtern. Cool. Das Haus ist wieder da. Und überall kann man die Glühbirnen anmachen. Hm, das Postamt ist noch da. Und das Raven-Ding. Ich würde gerne als letztes vielleicht, das Glockenspiel ist wahrscheinlich sozusagen am Ende, oder? Also wir kommen auf jeden Fall... Ich würde nochmal Uhrenmacher vor Haus machen wollen, ist das okay für dich? Ja, ich mache erstmal alle Lampen an, einfach Interesse halber, wenn du das nicht schon gemacht hast. Nee, habe ich noch nicht. Also die Lampen sind Noten. Ja... Also zumindest machen sie alle sehr schöne Töne. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Code, der, glaube ich, uns sagt, reihe um, welche Lampen uns die Bahnhofstür aufmacht. Ja, sonst kommen wir nicht rein. Ja. Okay. Also ich gehe jetzt einfach mal zum Uhrenmacher rein. Ja, mache ich auch. Ui, gleich. Ist es dunkel. Hm. Und man kann so gut wie nichts erkennen. Ich kann nur runtergehen. Ja, warte, ich gehe auch mal rein. Oh ja, es ist sehr dunkel. Ich kann auch nur nach unten und sehe eine seltsame Maschine. Same hier. Ich kann sie an- und ausmachen und da gibt's. Wollen wir mal über die Knöpfe sprechen, die wir hier so sehen? Also wenn ich es anmache, läuft bei mir so eine Art. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Okay, okay, ich hab's jetzt auch angemacht. Ui. Bei mir war Rabe. Ah, warte, du siehst Symbole? Ich sehe Symbole, ja. Okay, dann muss ich die drücken, weil bei mir war nichts. Weil mir waren nur so 3 Punkte, wenn ich es anmache. Dann lass es mal gleich anmachen. 3, 2, 1. Rabe. Ja? Hä? Nee, warte, irgendwas hat nicht funktioniert. Okay. Nochmal. Und dann geht's bei mir aus, wenn ich den Raben auch drücke. Aha. Bei mir kommt nämlich eine... Okay, Rabe. Bei der Schlange?
Ich bin leider schon raus. Ich glaube, wir müssen es zeitgleich machen. Wobei, nee, wir sind ja eigentlich nicht miteinander connected. Nee, wir haben einfach nur ein Zeitfenster, glaube ich. Aber wenn ich den Raben drücke, kommt bei mir eine Schlange. Das heißt, ich drücke den Raben, du musst die Schlange drücken und dann Ich glaube, wir müssen schnell einfach sein, damit man immer das nächste drückt. Wollen wir es nochmal starten? Also, ich zähle runter, 3, 2, 1 und dann drücken wir, ja? Ja, warte mal, ich habe jetzt schon gedrückt, als du runtergezählt hast. Easy. Okay. Also, 3, 2, 1. Rabe. Schlange? Ja. 1. Wie 1? Hier steht bei mir nur eine 1. Also nachdem du Schlange gesagt hast und ich Schlange gedrückt habe, wurde bei mir 1 gezeigt, die Zahl 1. Okay, bei mir waren einfach nur 3 Punkte. 3 Punkte heißt, dass du musst irgendwas drücken. Ja, ja, aber ich habe keine 1 auf meinen Feldern. Warte mal. Vielleicht brauchen wir mehr Hinweise. Vielleicht hätten wir jetzt wissen müssen, was die 1 ist. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Das scheint ja auch ein komplexer Code zu sein, wo man sich... Ja. Vielleicht gehen wir erstmal ins Haus. Ja, wahrscheinlich ist das, können wir das jetzt noch nicht lösen. Aber gefällt mir, dass das so mit über Zeit eine Synchronisierung hinkriegt bei uns beiden. Das finde ich cool. Es ist ziemlich cool, also, ja. Wenn ich jetzt ins Haus gehe, sehe ich ein Telefon. Moment. Ja, ich auch. Welche Zahlen hast du denn am Telefon? 1, 2, 3, 4 und die 0. Sternchen und Raute. 5, 6, 7, 8, 9 plus und so eine komische Welle. Ich weiß nicht, was das für ein Zeichen ist. Okay, aber ich glaube, das können wir auch auf das Gefühl, wir können das auch noch nicht lösen. Zumindest noch nicht. Wir gucken uns ja erstmal alles an. Ja. Dann das Postamt, würde ich sagen. Mm. Oh, ich habe einen Telegrafen. Ich habe Schließfächer, so wie es aussieht, und einen Zettel. Ich bin so aufgeregt, mit dir den Uhrenladen wieder zu eröffnen, Lerke. Bald werden wir wieder eine richtige Familie sein. Triff mich im Keller des Ladens. Okay. Okay, ja gut, aber also ich habe hier verschiedene Schließfächer. 18 und ich kann, da sind so Räder und mit 4 verschiedenen individuell einstellbaren Zeigern. Also sieht die da aus wie eine Uhr, nur ohne Zahlen. Und das könnte bei jedem Ding kann ich die verstellen. Und ich habe halt die Nummer 18, die 24, die 26, die 28, die 34, 36, 38, 44, 46 und 48. Okay, im Postamt habe ich nur diesen Telegrafen. Also ich könnte ein Telegramm verschicken und wenn ich drauf drücke, habe ich 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal kann ich drauf drücken und dann geht es wieder weg. Aber ich kann es nicht in unterschiedlichen Geschwindigkeiten eingeben. Ich bin ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Ich auch tatsächlich. Ja, so viel haben wir echt nicht eigentlich. Also, bei jedem Rätsel hatte ich das Gefühl, es fehlt uns was. Ja. Da würde ich tendenziell fast noch sagen, dass wir das im Keller am ehesten lösen können. Und wir haben nur nicht rausgefunden, was mit der 1 gemeint ist. Also mit der 1, das ist jetzt mal so ein Ding. Aber ich gehe mal zurück in das Haus. Weil das Einzige, was ich nicht getestet habe, ist, die Tasten vom Telefon zu drücken. Ah, da kommt Buchstaben raus. Ah, wunderbar. Und wir müssen, glaube ich, die alle in der richtigen Reihenfolge drücken. Ich glaube, es wird eine Konversation, ne? Wahrscheinlich. Also ich habe einmal eine Begrüßung. Hey Lerke, ich bin so froh, dass du endlich... Ach, das ist der Code von deinem Brief. Von meinem Brief? Weißt du noch, den Brief, den du mir vorgelassen hast? Hi Lerke, wir treffen uns unten. Ja. Ist das gleiche Gespräch? Nein, also ich habe mal einfach alle Tasten gedrückt. Okay. Wütend, aber leg noch nicht auf. Ich möchte wirklich, dass du wütend auf mich, als ich ankam, den Hörer abgenommen hast. Ich habe dir, er ist oben und er ist sogar besser
Dieser kann nicht sterben, dir Gesellschaft zu leisten, ich wollte es dir. Okay, es sind unterschiedliche Gesprächskonversationen, die wir haben. Ja, also die gehen im Wechsel, vermute ich jetzt einfach mal, ja. Und ich glaube, meiner beginnt. Und zwar mit den Worten: Hey Lerke, ich bin so froh, dass du endlich. Moment, ich muss mal. Dass du endlich den Hörer abgenommen hast. Ich habe dir. Ist es, was am ehesten passt? Okay, ja. Dass du endlich den Hörer abgenommen hast. Ich habe dir. Ich habe dir. Dann habe ich hier eins gehabt, das war auf dem Sternchen, glaube ich. So viele Nachrichten hinterlassen. Warte, ich weiß, du bist noch. Warte. Da hatte ich irgendwas mit wütend. Wütend, aber leg noch nicht auf. Ich möchte wirklich, dass du... Klingt richtig, oder? Ja, ich bin aber jetzt falsch. Warte, Moment. Also, hey Lerke, bla bla bla. Endlich habe so viele Nachrichten gelassen. Warte, ich weiß, du bist noch... Entschuldigung, was war das bei dir? Wütend, aber leg noch nicht auf. Ich möchte wirklich, dass du... Ich habe hier die vier. Dass du weißt, dass ich, bevor ich fortging, etwas für dich gemacht habe, um... Die Gesellschaft zu leisten. Ich wollte dir... Ah, dann passt das. Ich wollte dir früher sagen, du wolltest dir früher sagen, aber du, Punkt, 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 egal, bist du noch... Wütend auf mich, als ich ankam? Kann das sein? Ja. Warte mal. Ja, okay. Und dann... Floss herunter und macht mir... Nee, das passt nicht. Warte. Also, ich habe nur noch eins übrig und zwar, er ist oben und er ist sogar besser. Dieser kann nicht sterben. Dann passt das, glaube ich, mit dem hier. Kannst du noch mal deinen... Also, früher sagen, egal, bist du noch... Wütend auf mich, als ich ankam. Bist du noch... Das passt irgendwie nicht so richtig, ne? Nee, das passt nicht. Da muss was anderes sein. Aber dann könnte das wüten. Ich habe ja zweimal dieses Wüten. Vielleicht kommt das dann am Anfang. Fang nochmal von vorne an zu lesen. Hey Lerke, ich bin so froh, dass du endlich... Den Hörer abgenommen hast. Ich habe dir... So viele Nachrichten hinterlassen. Warte, ich weiß, du bist noch... Ja, wütend, aber leg noch nicht auf. Ich möchte wirklich, dass du... Oder wütend auf mich, als ich ankam. Oder... Warte, ich möchte was? Nee, bist du noch? Es ging weiter mit, also ich weiß, dass ich, bevor ich fortging, etwas für dich gemacht habe. Also ich weiß, du bist noch, wütend passt eigentlich echt ganz gut. Ja, aber es müsste eigentlich das sein, wütend, aber leg noch nicht auf. Ich möchte wirklich, dass du... Weißt, dass ich, bevor ich fortging, etwas für dich gemacht habe, um... Die Gesellschaft zu leisten. Ich wollte es dir... Früher sagen, aber du... Egal. Bist du noch... Wütend auf mich, als ich ankam. Ich habe nichts, was besser passt, ehrlich gesagt. Ah, oh, warte mal. Hä? Ah, okay. Also bei mir war es, glaube ich, die Null. Weil ich hatte jetzt... Ich musste es neu schalten. Ich habe noch ein Plus... Also die ich habe jetzt einen Durchgang, aber die richtige Antwort bei dir muss passen auf Kohl genannt hast. Ich habe einen neuen für dich gemacht. Er ist oben und er ist sogar besser. Dieser kann nicht sterben. Warte mal. Aber bist du noch? Was bleibt dann übrig bei dir? Bist du noch da? Dein Rabe, der verschwand. Der, den du... Ja, das ist es. Okay, warte, ich muss nochmal alles... No problem, genau, weil das ist Cole, das ist der Vogel, es geht um den Vogel. So, warte, ich hatte... Den Hörer abgenommen hast, ich habe dir... Soll ich nochmal vorlesen, einfach damit es einfacher ist? Okay. Ja. Hey Lerke, ich bin so froh, dass du endlich... Den Hörer abgenommen hast, so... Aber leg noch nicht auf, ich möchte wirklich, dass du... Ich möchte wirklich... Nein, sorry. Was? Den Hörer abgenommen hast, ich habe dir... Sorry, ich war gerade verwirrt. Ich habe dir so viele Nachrichten hinterlassen. Warte, ich weiß, du bist noch... Wüt...
wütend auf mich. Mhm. Aber leg noch nicht auf. Ich möchte wirklich, dass du... Ich möchte wirklich, dass du weißt, dass ich, bevor ich fortging, etwas für dich gemacht habe, um... dir Gesellschaft zu leisten. Ich wollte es dir... früher sagen, aber du, egal, bist du noch? Bist du noch da? Dein Rabe, der verschwand, der, den du... Kohl genannt hast, ich habe einen neuen für dich gemacht. Und jetzt müsstest du... Er ist oben und er ist sogar besser, dieser kann nicht sterben. Und jetzt müssen wir den Hörer genau, nehmen, genau, und ne? Dann kommt bei mir eine Leiter. Ja, bei mir auch. Ach, oh, finally. Ui. Einmal nach oben. Oh, ein mechanischer Rabe. Oh, ich habe hier Bauzeichnungen. Ja. Ich kann hier einen Code einstellen. Mit drei Buchstaben. Code mit drei Buchstaben? Ja, und es sind auch so Sonderzeichen dabei. Okay, shit, ich habe hier Baupläne. Oh Gott. Oh Gott, ich weiß, also ich kann damit nichts anfangen. Ja, mehr habe ich hier nicht. Also ich habe hier diesen dreistelligen Buchstabencode. OP, einmal das Alphabet durch. Aber sogar mit hier... Ah, warte mal. A, E und O und... Wie hieß der Rabe? Kohl. K-O-L. Ja, dann mache ich doch mal Kohl draus. Ja. Ich habe hier nämlich mechanischen Raben und ein Morsegerät. Ah, ja, ich habe einen mechanischen Raben. Ah, Kohl war richtig. Und er ist zum Leben erwacht gerade, der Rabe. Kann der jetzt irgendwas? Ah, warte mal, vielleicht... ja. Der Morst. Der Morst. Was Morst der? Warte. Ich gehe auch mal zurück ins Postamt. Vielleicht ist der Rabe jetzt bei mir auch. Ich muss dir den Morsecode ja durchgeben, ne? Ja. Shit, ey. Okay, jetzt muss ich mir wirklich mal was aufschreiben. Hoppla. Ich bin auch richtig schlecht in so Morse-Geschichten, also sieh's mir nach. Es ist immer nur kurz oder lang. Es sind 10 Zeichen, die wir brauchen. Ich weiß. Also, jetzt brauche ich einmal Ruhe. Mhm. Okay, ich hoffe, ich hab's richtig gemacht. Mhm. Oder ich klicke ihn nochmal an, um sicher zu gehen. Ja, okay. Kannst du was morsen jetzt? Ja, ich kann was morsen. Kurz. Ja. Lang. Ja. Kurz. Ja. Lang, lang, lang. Ja. Kurz, kurz. Ja, Entschuldigung. Lang, 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 lang. Lang, lang. Also bei mir geht nur noch zweimal lang und das war falsch. Okay, aber... Ich gebe... Du hattest mir 11 Zeichen durchgegeben. Es sind nur 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es sind aber 12, was soll ich sagen? Also ich habe nur Platz für 10. Okay, hattest du nicht... Also, okay. Hä? Aber ich bin noch nicht... Fang einfach nochmal an. Naja, also ich habe halt für jedes Geräusch, das der von sich gegeben hat, habe ich halt einen Strich gemacht und entweder einen langen oder einen kurzen. Und er hat halt nur mal 12 Mal gekräht, aber ich klicke ihn nochmal an. Ja. Ansonsten lass... Mhm. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass der erste und letzte Krächzer nicht dazugehören. Aber es ist halt wirklich... Lass die mal weg. Okay, dann fängt's an mit lang. Mhm. Kurz. Ja. Lang, lang, lang. Ja. Kurz, kurz.
dann... Hopp. Lang, lang, lang. Also du hast mir jetzt 11 durchgegeben, aber er hat bei 10 aufgehört und es war richtig. Hä? Okay, wie auch immer, auf jeden Fall der erste und der letzte Krächzer waren wohl nicht... Shit, jetzt krieg ich eine Antwort. okay. Warte, jetzt muss ich mir auch aufschreiben nochmal. Shit. Ich habe kein Device, um es aufzuschreiben. Fuck. Moment, Entschuldigung. So, ich... Ja, ich weiß auch gar nicht, wo ich das dann morsen soll, um ehrlich zu sein. Habe ich es jetzt verpasst? Das macht's nicht mehr. Da musst du nochmal draufklicken. Nee, es macht's nicht mehr. Okay. Also ich weiß jetzt auch nicht, was ich daraus gewonnen habe, weil die Glühbirne geht jetzt an durch den Morsecode. Okay. Ich weiß nicht, was du siehst, ne? Ich sehe nur dieses Morsegerät. Und ich krieg jetzt, nachdem ich das gemorst habe, krieg ich halt eine Antwort. Musst hab eine du Antwort. Noch mal morsen? Ich kann nicht mehr morsen. Hm. Aber es ist eine Lampe angegangen. Oh nein, jetzt ist... Ach, scheiße, jetzt habe ich den Anfang schon wieder verpasst. Fuck. Also ich muss noch mal reingehen, so. Und ich muss mir das jetzt auch aufschreiben. Also ich mache einfach mal A und Q und A für lang und Q für kurz. Morst nur, das ist der gleiche Code. Okay, dann müssen wir vielleicht woanders hin. Aber wie hat uns das jetzt weitergebracht? Also du meinst, was gibt uns das? Ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Fehlt dir gerade irgendwas? Wollen wir nochmal in den Uhrenladen gehen? Keine Ahnung. Ja, also ich weiß halt, also ich... Ja. Achso, wir haben jetzt nicht mehr Hinweise, ne? Nee, genau, das meine ich. Wir haben keinen neuen Hinweis bekommen. Also irgendwas scheinen wir übersehen zu haben. Wir können natürlich nochmal den Uhrenladen probieren, aber ich habe das Gefühl... Weiß ich nicht. Also ich... Also, du meinst, es ist bei Ihnen eine Lampe angegangen, oder? Ja, aber mehr auch nicht. Eine Lampe. Also auch nicht, dass man daraus irgendwas lesen könnte oder so. Ich kann bei dem Rahmen jetzt auch nichts mehr machen. Ich kann ihn nur anklicken und dann gibt er mir dieses Morse-Ding durch. Das kann doch nicht alles sein. Warte mal, es sind... Ja. Können wir trotzdem nochmal in den Keller gehen von dem Uhrenladen? Ja, natürlich. Also ich weiß, worüber ich gerade nachgedacht habe. Diese Morsezeichen, die ich gekriegt habe, die dein Morsecode sozusagen ausgelöst habe. Der Morsecode geht immer an und immer wenn er angeht, geht auch die Lampe an. Und ich glaube, das könnte eine Verbindung sein zwischen den Lampen draußen und diesem Code. Ja, das stimmt natürlich. Aber du wolltest in den Keller gehen jetzt. Genau, ich wollte jetzt mal in den Keller gehen und herauszufinden, ob wir vielleicht
jetzt erst dieses Rätsel lösen können, weil jetzt sich vielleicht irgendwas verändert, weil wir beide jetzt was anderes gemacht haben, weil wir beide jetzt die Codes gelöst haben. Ne? Wir waren jetzt beide am Telefon, wir waren jetzt beide beim Morsen. Vielleicht ist ja jetzt, geht's jetzt hier weiter. Aha. Wollen wir bei 1, also ich zähle nochmal runter und dann machen wir es gleichzeitig an, weil wir müssen ja gleichzeitig im Prinzip alle die Sachen drücken, ja? Ja. Okay, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Rabe. Ja, Schlange. Schlange, okay. Ja. Okay, also nach der Schlange kommt bei mir eine 2. Das heißt, wir müssen, glaube ich, noch ein Rätsel lösen. Weil jetzt ist es nicht mehr die 1, sondern es ist die 2. Ja, das heißt, ich glaube, wir müssen irgendwo an einer anderen Stelle nochmal ein Rätsel lösen. Dann müssen wir jetzt zur Post. Dann müssen wir jetzt zur Post. Aber was? Also wir waren doch gerade bei der Post, oder? Nee, wir waren gerade im Haus. Nee, das Morsen ist doch die Post. Ach, das Morsen ist bei dir die Post? Das bei mir Morsen ist das Haus. Dann geh du mal zur Post. Dann geh ich mal zur Post und ich hab da die Schließfächer. Kurz, lang. Kurz, kurz. Was hast du denn im Haus noch? Ich gehe jetzt einfach mal ins Haus nochmal. Ja, mach das mal, weil ich habe halt, wie gesagt, ich habe hier diese ganzen Schließfächer. Du hast nur noch die Schließfächer, ja? Okay. Ja, wo ich halt komplett alles verstellen kann. So, ich kletter jetzt nochmal hoch, nachdem wir dieses Telefonding gelöst haben. Ich habe hier eine Zeichnung von einem technischen Bau, ja? Okay, das wird relevant sein. Das wird super relevant sein, aber ich kann dem noch überhaupt nichts entnehmen, deswegen. Kannst du ihn beschreiben? Also es sind 5 Blätter und in der Mitte ist ein Blatt, das ist, es sieht ein bisschen aus wie der Kreis an dem Tor, ja? Mhm. Und da sind ganz viele Punkte drauf und es sieht aus wie eine Uhr. In der einen Hälfte ist das Morsezeichen und der andere ist der Rabe. Das ist das, was mich überlegt hat, dass der Rabe dir den Morsecode geben könnte. Und das hat ja auch gut funktioniert. Ja. Deswegen dachte ich, ist das jetzt einfach passé. Aber hier sind noch andere. Und zwar die anderen Bildern sieht man einmal einen Bau von einem Flügel. Ja. Aha. Okay. Damit kann ich jetzt auch nichts anfangen. Ne? So, dann habe ich 2 Zahnräder mit einer Richtungsweisung. Und zwar ist es im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn. Dann habe ich einmal, es sieht für mich aus wie Scharniere, aber ich weiß es auch nicht. Ich bin technisch leider nicht bewandert. Und das letzte ist, da sieht man einmal einen hochfahrbaren Hals sozusagen, wie bei einer Schraube, bei so einer Winde. Und da sieht was, ist was dran, was aussieht wie ein Krähen-Dingsterbumster. Krähenschnabel. Ja, also hier diese technischen Zeichnungen, wie gesagt, die man jetzt hier sieht. Also ich... 2, 4, 3... Also ich kann damit ehrlicherweise gesagt noch nichts anfangen. Ich mache trotzdem mal ein Foto. Sicherheitshalber. Vielleicht brauche ich das ja gleich nochmal. So, okay. Ansonsten wollen wir mal abgleichen, ob wir im Keller die gleichen Symbole haben, die wir anklicken können. Ja, das ist eine gute Idee. Dass wir das einmal abchecken können. Also im Keller vom Uhrenmacher. Ja, genau. Wurden wir auch hingeschickt von dem Schreiben von der Post. Richtig. Also, wollen wir mal die Symbole durchgehen, reihum? Ja, ja. Moment. Also ich habe in der Mitte ein Schlüsselloch. Ich habe in der Mitte auch ein Schlüsselloch, genau. Ich habe eine Schlange, ich habe ein Zahnrad, ich habe eine Leiter, ich habe eine Puppe, ich habe einen Raben, ich habe einen Wolf, ich habe eine Motte, ich habe eine Sanduhr. Ja, genauso wie ich, okay. Da ist schon mal kein Unterschied. Gut. Wollen wir es einfach nochmal machen? Jo, können wir machen. 3, 2, 1... Rabe. Schlange. Und dann steht bei mir eine 8. Eine 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann ist es okay. Auch zu Ende. Aber es ist immer eine andere Zahl, ne? Ja. Vielleicht ist damit das Symbol auf 8 Uhr gemeint. Aber es gibt nicht wirklich 8 Uhr, ne? Es wäre dann nur die linke untere Ecke.
Was wäre die linke untere Ecke? Oder vielleicht ist es das achte Symbol. 1, 2, 3, 4, 5. Aber von wo aus? Lass es uns nochmal probieren. Ja. Vielleicht ändert sich ja die Zahl. Ja? Weißt du, weil wenn es immer wieder eine andere Zahl ist, kann es nicht repräsentativ sein für ein Bild, weil die Bilder ändern sich nicht. Also bei mir sind es immer nur 3 Punkte. Okay, gut. Dann 3, 2, 1. Rabe. Lange. Und eine 9. Aber die Position von den Figuren ist auch immer anders, ne? Die drehen sich ja so. Ah. Stimmt. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Okay. Wir machen das nochmal. Nochmal. 3. Warte. Die Aufzeichnung hat gerade Schwierigkeiten. Einen Augenblick bitte. Mhm. Okay, na gut. Alles gut? Ah, ja, wir probieren es nochmal, ja? 3, 2, 1. Rabe. Lange. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Motte. 5. 1, 2, 3, 4. Was? Schlüsselloch. Ja. Schlange plus 1 ist bei mir bei mir ist die Zeit abgelaufen gerade. Okay, ich hab's glaube ich raus. Ich hab's glaube ich raus. Okay. Man fängt oben an zu zählen. Man fängt immer links oben an zu zählen und es ist im Prinzip von links oben, dann links in der Mitte und es sind 9 Felder und zum Beispiel Schlange plus 1 war bei mir jetzt gerade sozusagen die Position. Wie also heißt die Sanduhr? Sanduhr ist das Wort. Sanduhr ist das Wort. Bei dir stand Schlange plus 1. Genau, dann. Das wäre bei mir die Sanduhr gewesen. Okay, jetzt haben wir's. Okay, man muss schnell reagieren, ja? Ja, also. Warte mal, ich habe aus Versehen angemacht schon, sorry. Kein Stress. Voll schnell. Okay. 3, 2, 1, klick. Rabe. Schlange. Schlange. 3. Motte. Das Schlüsselloch. Schlange minus 3. 1, 2, 3. Sanduhr. 2. Zahnrad. Eisenbahn. Die Gleise. Ich habe aus Versehen den Doppelklick gemacht. Oh. Verdammt, okay, kein Problem. Verdammt, okay. Es ist keine Leiter, sondern es sind Gleise. Okay, das wissen wir dann auch. Okay, ja. Okay. Also, Rabe, Schlange, Motte, Schlüsselloch, Sanduhr, Zahnrad. Wow. Okay, weiter geht's. Also nochmal, ja? 3, 2, 1. Rabe. Schlange. Dann Motte. Schlüsselloch. Schlüsselloch. Was dann? Zahnrad? Sanduhr. Ah, fuck. Oh, okay. Gott. Oh, Gott. Okay, Konzentration. Wir schaffen das. Kein Problem. Ich muss es mir ganz kurz einmal aufschreiben. Aber eigentlich darf man nicht spekulieren, was als nächstes kommt aus dem eigenen Wissen heraus, sondern es sagt dir ja, was es ist. Ne? Man muss es ja nur abzählen. Okay, genau. Wir machen das jetzt so, wie es das Spiel möchte. So, 3, 2, 1, klick. Rabe. Schlange. Motte. Schlüsselloch. Sanduhr. Oh Gott. Zahnrad. Leiter oder Gleise? Ja. Puppe. Motte. Schlange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wolf. Rabe. Schlange. Schlüsselloch. Zahnrad. Schlange.
1, 2, 3. Rabe? Flucht? Was heißt Flucht? Wolf oder Schlüsselloch? Nein! Nein, bei mir war es richtig. Ich bin durch. Ich bin fertig. Mein Gerät läuft. Es war Schlüsselloch? Es war Schlüsselloch. Oh nein! Wieso? Flucht ist Schlüsselloch? Na, Flucht war für mich so Ausgang. Oh, ich dachte so vom Wolf fliehen oder vor der Schlange fliehen. Okay. Jetzt musst du es nochmal theoretisch machen, ohne mich dabei zu haben. Und das geht ja nicht. Einen Augenblick. Wir müssen es nochmal anfangen. Oh Mann, okay. Oh. Nee, es geht nicht anders, ne? Weil du kannst es jetzt alleine nicht lösen. Nein. Boah, ich war echt eine Sekunde nur zu spät, ne? Ja. Oh, ärgerlich. Okay, das aber muss ich mal richtig krass konzentrieren. Okay. So, nochmal, ja? 3, 2, 1. Rabe. Krabbe. Schlange. Motte. Schlüsselloch. Sanduhr. Ah, ja, Zahnrad? Leiter. Puppe. Einfach eine Motte. Schlange. Wolf. Rabe. Schlange. Schlüsselloch. Zahnrad. Lange. Hier. Rabe. Schlüsselloch. Ein Schlüsselloch, da haben wir es. Oh Gott. Süd und Südost muss weg. Davon mache ich mir auch nochmal schnell ein Foto. Also bei mir ist es Nordost auf beiden Ebenen. Okay, bei mir ist es aus beiden Ebenen außen Süd und Südwest, also da, wo die rote Kreuze sind. Ich denke, das wird der Code sein für die Schließfächer. Ah ja. Also, weiß ich nicht, aber da kann ich auch alles so stellen, als wär's halt. Ja, genau, da war ich ja vorhin auch. Dann lass uns da mal hingehen. Achso, du siehst diese Schließfächer auch. Ach nee, aber ich habe ja jetzt den Code. Ich habe die Schließfächer vorhin gesehen. Okay, also du in der Post, am Postamt siehst du die auch, oder wie? Nee. Hä? Nicht mehr, aber ich habe sie in der anderen Zeitschiene, hatte ich die gleichen Postfächer. Oh, warte mal, ich habe hier oben jetzt ein Radio. Hast du jetzt auch, wenn du nach oben scrollst, ein Radio? Ein Radio? Nee. Ja. Kein Radio. Ich habe 3 Patienten aus dem Pflegeheim, warte, in Hillebeck. Die talentierte Amalia Raven ist aus der Schweiz zurück. Sie ist. Die Polizei sucht nach jemandem, der gestern Abend in der Nähe. Du bist gerade im Postamt? Nein, ich bin noch im Haus und ich bin einfach gerade nur ins Erdgeschoss und dann war da plötzlich ein Radio. Der Wasserschaden des Postamts wurde repariert und alle Postfächer können. Der tragische Pflegeheimvorfall hat in unserem Ort alte Wunden aufgerissen. Wir haben keine Informationen, wann der Zugverkehr in unserem Larissa Schaar, die großzügige Stifterin unseres neuen Uhrenturms, starb letzten. Ha. Huh. Okay, also es scheint so, als hätte ich, es bräuchte ich irgendwo dieses Radio. Ja. Aber von wo? Und irgendwo gibt es einen Hinweis auf die Schließfächer im Postamt. Im Postamt? Im Postamt habe ich nur dieses Morsegerät. Ja, ich habe da die Postfächer. Also hier steht halt, der Wasserschaden des Postamts wurde repariert und alle Postfächer können. Und dann bricht dieser Satz ab. Das ist ja uncool. Aber interessant. So, also du hast im Postamt nur das Morsegerät. Nur das Morsegerät. Und du hast jetzt auch nicht in dem Haus, in dem Uhrenhaus, In dem Uhrenhaus? Also du meinst... Ja, ja. In der Uhrenwerkstatt. In der Uhrenwerkstatt habe ich unten... Ah, jetzt habe ich oben auch ein Radio.
Was siehst du? Okay, also. Das ist bei mir auch plötzlich aufgetaucht. Warte mal, ich muss wieder zurück. Musste aber nochmal rausgehen, deswegen. Ah, okay, interessant. Ja, dann wieder so wie letztes Mal müssen wir uns wieder gegenseitig. Ich glaube, du fängst jetzt an. Ja. Drei Patienten aus dem Pflegeheim in Hillebeck sind mitten in der Nacht verschwunden. Die talentierte Amalia Raven ist aus der Schweiz zurück. Sie ist entschlossen, Ravens Uhren wieder zu eröffnen und zu neuen Glanz zu führen. Die Polizei sucht nach jemandem, der gestern Abend in der Nähe des Pflegeheims war. Sie bitten um Unterstützung, die vermissten Patienten zu finden. Der Wasserschaden des Postamts wurde repariert und alle Postfächer können wieder benutzt werden. Es ist bereits ein Brief in Postfach 34. Das heißt, wir müssen Postfach 34 öffnen. Sehr gut. Der tragische Pflegeheimvorfall hat in unserem Ort alte Wunden aufgerissen. Wir hoffen, dass dieses Verschwinden nicht ungeklärt bleibt, wie die Fälle vor 5 Jahren. Wir haben keine Informationen, wenn der Zugverkehr in unserem Ort wieder aufgenommen wird. Der Bahnhof ist nun dauerhaft geschlossen. Und Clarissa Shah, die großzügige Stifterin unseres neuen Uhrentums, starb letzten Monat. Bei der Eröffnungsfeier nächste Woche werden wir ihrem Ansehen gedenken. Oha, interessant. Okay, aber Postfach 34 ist das erstmal das, was uns interessiert. So ist es. So, und da haben wir doch jetzt irgendwie so Koordinaten bekommen. Sozusagen. Vielleicht hat sich bei mir im Postfach jetzt auch was geändert. Also bei mir ist nur dieser Zettel verschwunden. Den da, der da vorhin im Keller... Aber Fach 34, richtig? Ja. Fach 4... Aber hast du auch Postfächer? Nee, nicht mehr. Ich hatte es vorhin, in einem anderen Jahr. Okay, also ich kann... Also es sieht halt aus wie so ein Kompass, ne? Sieht wirklich aus wie so ein Kompass. Und ich kann halt alle 4 von diesen Zeigern verstellen. Genau, und du hattest ja die Koordinaten und meine waren Süden und eine war Südost. Süden und Südost. Ja, hat funktioniert. Postamt-Telegramm. Es ist, als wäre ich so lang weg gewesen. In all der Zeit, in der ich weg war, kam es mir kurz vor. Zu kurz, um meine Erfindung zu vollenden. Nun werden wir die längsten Leben haben, die es je gab. Länger, als du es dir vorstellen kannst. Wenn du diese Nachricht wiederholt hast, zeige ich dir den Weg. Okay, das ist auch wieder ein Morsecode. Lang. Warte, ja. Warte, nochmal. Es ist, als wäre ich so lang weg gewesen. In all der Zeit, in der ich weg war, kam es mir kurz. Kurz. Lang. Lang. Ja. Das war's, glaube ich. In welchem Gebäude bist du? Du bist doch jetzt gerade im Postfach, im Post, oder? Ja, im Kannst du es nochmal wiederholen? Lang. Ja. Kurz. Kurz. Lang. Lang. Ja. Das war's. Ich glaube, der erste... ja, okay. Also ich kann doch nochmal den ganzen Text vorlesen. Lies nochmal bitte einmal den ganzen Text vor. Es ist, als wäre ich so lang weg gewesen. In all der Zeit, in der ich weg war, kam es mir kurz vor. Zu kurz, um meine Erfindung zu vollenden. Nun werden wir die längsten Leben haben, die es je gab. Länger, als du es dir vorstellen kannst. Wenn du diese Nachricht wiederholt hast, zeige ich dir den Weg. Hab ich mir jetzt erstmal aufgeschrieben. Kannst du noch was morsen? Ich glaube, das sind nicht die Morse, sondern ich glaube, das sind Morsezeichen, die wir für den Endcode brauchen. Naja, die Frage ist... Ich habe einen Morsecode aus dem Postamt, sozusagen. Aus dem Uhrenmacherladen, ja. Dann haben wir jetzt deinen Morsecode aus dem Postfach. Dann bräuchten wir theoretisch noch einen Morsecode aus dem Haus.
Aus dem Haus habe ich den von dem Rahmen, den ich dir schon mal diktiert hatte, halt. Mhm. Also ich kann da nichts Neues mehr machen in dem Haus, sagen ich auch so. Nicht. Aber macht der Sinn? Na gut, wir können ja erstmal weitermachen. Mal nochmal. Also der Rabe hat halt so leuchtende Augen. Mhm. Und die leuchten halt immer nur bei lang. Nur wenn er einen langen Krächzer lässt. Nur wenn er einen langen Krächzer lässt. Ich zähle mal, wie oft, weil vor dem Haus gibt es ja vor jedem Haus gibt es ja 6 Lampen, richtig? Genau, deswegen gehe ich davon aus, dass es immer 6 Positionen sein müssen. Genau. Ich zähle, mache einmal eine Strichliste. Ist lang bei Licht oder nicht? Lang ist bei Licht. Okay. Irgendwas an deinem... Ah, okay, ich glaube, es war bei mir. Alles gut. Sag mal was, Bonnie. Hallo? Ah, okay, gerade war dein Sound bei mir komisch. Alles gut. Oha. Und was hast du hier gesagt? Beim Post Office... War es. Ja, okay, also es ist 7-mal leuchtet sein Auge auf. 7-mal? Dann nehme ich das erste Mal weg und dann wäre es kurz, lang, lang, kurz, lang. Habe ich mal eingetragen. Und was war es beim Haus nochmal? War das der Rabe dir gegeben hat? Hey, ja, davon rede ich ja. Der war beim Haus und nicht beim Post Office? Ja, der war beim Haus. Nachdem wir das Telefonat beendet hatten, konnte ich eine Leiter hochklettern und da war der Rabe. Und das ist das, was du mir vorgelesen hattest? Mhm, kannst genau. Du es nochmal lesen? Sorry, tut mir leid. Also, die 10 Ziffern oder das vollständige Gekrächze? Wir brauchen ja 6. Ja, also dann dann ist es wahrscheinlich ein anderer Code. Ja, er hat halt 12-mal gekrächzt und 7-mal sein Auge aufgeleuchtet. Also beides passt nicht. Kannst du oben im Attic irgendwas noch machen? Kannst du überhaupt hoch im Haus hoch nach oben? Ja, da ist der Rabe. Und den kann ich halt nur anklicken. Mehr kann ich hier nicht machen. Und also wenn du ihn anklickst, dann passiert was genau? Dann fängt er an zu krächzen und er wiederholt immer diesen Morse-Code. Dann kannst du ihn nochmal wiederholen. Ja. Sorry. Warte, bevor du anfängst. Okay, I listen. Warte, ich habe ihn jetzt einmal angeklickt und dann kriegt es wieder. Ich warte, bis er fertig ist. Mhm. Also 10 Zeichen oder alle 12? Weil er kriegt es halt einmal kurz am Anfang und kurz am Ende. Aber ist ja egal, ich sag dir einfach mal den kompletten Code. Sag einfach mal den kompletten Code, genau. Kurz. Ja. Lang. Ja. Kurz. Ja. Lang, lang, lang. Ja. Kurz, kurz. Ja. Lang, lang, lang. Ja. Kurz. Also das ist auf jeden Fall nicht, ne? Also in keinster Weise passt der zusammen. Nee. Das heißt, für das Haus brauchen wir noch einen anderen Code und ich bin jetzt fast schon wieder so, dass meine Zeichnungen was dazu zu sagen haben. Ja, das glaube ich nämlich auch. Weil das ist das Einzige, was wir noch nicht benutzt haben. Gut, und wir haben diesen Code. Aber ich habe halt nur Zeichnungen. Ich kann halt nicht mal was machen, ne? Also es ist... Naja, aber ich kann es halt nicht beurteilen. Ich weiß nicht, wie deine Zeichnungen aussehen. Also wenn ich dir jetzt was sagen würde... Ja... Könnte ich trotzdem nichts daran ändern. Und da dir fehlt ja nichts, weißt du? Also es ist ja nicht so, dass ich sagen würde, es sind Informationen. Also ich habe Drehrichtungen von verschiedenen Dingen. Und ich habe hier eine versteckte römische Zahl. Eine. Von der 1 4-mal entgegen. Ich habe
einmalig eine Zahl drin und dann halt das Hauptbild. Ich schicke dir einfach mal das Bild, ja? Okay. Vielleicht sagst du, da könnte ja was sein. Aha. So sieht es aus. Okay, wow. Jetzt verstehe ich das. Also das Mittlere ist auf jeden Fall das Relevante. Ja. Das sieht ja wirklich aus wie eine Uhr wieder. Ah, warte mal. Wenn diese 12, ja, wenn das Torgitter ist, dann teilt sich das ja in verschiedene Segmente. Und deine 12 Morsecodes, die der Rabe gibt, könnte für die rechte Hälfte sein. Und die 12 Morsecodes, die ich habe, könnten auf der linken Seite sein. Genau. Das heißt, ich würde mal... Und 12, aber wo ist die 12? Ist die, wenn man zum Haus guckt wahrscheinlich, ne? Ja, 12 ist die, wenn man zum Haus guckt. Aber dann, die Frage ist... Ach so, ja, für dann kurz ist dann praktisch kein Licht und lang ist Licht. Genau. Kannst du dann nochmal anfangen? Ja, ich würde es einfach, warte, also es ist mal kurz, dann lang und dann wieder kurz. Moment. Let me check. Mhm. Quick. So, dann fang noch mal an, bitte. Also, wir gucken zu dem Tor und fangen da nach rechts hin an. Und fangen von da aus nach rechts an. Ja, dann ist es kurz, also dunkel und dann lang. Und dann wieder kurz. Und dann wieder kurz. Und dann drehen wir uns und dann ist es dreimal lang, also die ersten drei Lampen an. Dann zweimal kurz, aber also auf. Drehen, aber du hast doch jetzt... Warte, wir stehen vor dem Haupttor, richtig? Gerade bei dir? Ja. Aber du musst ja... Also, wenn wir jetzt uns diese Zeichnung angucken, gehe ich davon aus, dass... du siehst ja auch... Also, dass diese Zeichnung, die du mir geschickt hast, die bildet das ja ab. Ja. Dieses Symbol vorne. Und das heißt, der Rabe ist ja praktisch nur für die eine Hälfte gedacht. Das heißt, die ersten drei Lappen rechts... sind für die ersten drei Code, also für die ersten drei Morsezeichen von dem Raben. Und dann drehen wir uns im Uhrzeigersinn nach rechts und machen dort den Code weiter. Weißt du, was ich meine? Nee, sorry. Okay, Also die Sache ist die, ich würde jetzt anfangen, in Flächen zu denken, ja? Weil wir müssen uns ja in Flächen, weil wir drehen uns ja, wir stehen ja entweder vor dem Haus oder vor dem Ding. Und ich würde, der Code, den du vom Raben gekriegt hast, der ist 12 Stellen lang. Also muss er sich auf 12 Felder aufteilen. Ja. Und auf welche Felder teilst du die auf? Das ist auf die erste du siehst doch, wenn du vor dem Tor stehst, dann ist dieser Kreis ja in eine Hälfte geteilt. Und auf deiner Zeichnung ist der Rabe auf der rechten Hälfte. Ja. Das heißt, ich würde oben angefangen, den Code einmal durchcoden bis unten zur Hälfte. Okay, also dann lass uns das machen. Von 12 bis 6 Uhr, rechte Hälfte. Okay, im Uhrzeigersinn. Ja, also dunkel, hell, dunkel. Dunkel, hell, dunkel. Dann im Uhrzeigersinn nach rechts. Und dann hell, 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 weil dreimal lang. Hell, 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 ja. Zweimal dunkel. Zweimal und dunkel. Und hell. Ja. Und da bin ich dran, richtig? Nein, da habe ich immer noch... Stimmt, das waren jetzt ja... Ja, okay. Warte, ich muss erstmal gucken. Dann bin ich jetzt ich habe jetzt 9. Das heißt, ich habe noch 3. Ja, und dann fange ich an, genau. Genau, also hell, hell und dunkel. Ja, und jetzt dann bist du dran. Lang war dunkel, ja? Lang war hell. Lang war hell. Dann habe ich... Also ich weiß nicht, wie es bei dir war. Wenn bei dir die Lampe bei lang dunkel geblieben ist, also ich bin halt danach gegangen, leuchtet ins Auge des Raben und du hast ja eine Lampe. Dann hell, dunkel, hell. Ja. Dann gehen wir rüber zur Uhrenmacher. Mhm. Dann ist es hell, hell, dunkel. Mhm. Dunkel, dunkel, hell. Und
dann sind die letzten dunkel, dunkel, hell. Bei mir passiert nichts. Irgendwas habe ich falsch eingegeben. Bei mir passiert auch nichts. Okay, dann lass nochmal gegenchecken. Ja, ich habe den Coach falsch rum angesagt. Entschuldigung. Sorry. Oh. Also, nochmal von rückwärts. Ja? Du stehst jetzt vor dem Hauptgebäude. Und wir fangen mit den links an, von rechts nach links, okay? Ich stehe vor dem Tor, also vor dem großen Gebäude und fange an. Okay. Und wir drehen uns jetzt so weit, bis wir wieder unten bei der 6 sind, sozusagen, bis ich wieder anfange. Ja. Das ist ja vor. Aber du sagst dir von links nach rechts an. Ich sag dir von links nach rechts an. Warte, aber wir fangen bei der Post an. Wir fangen bei der Post an, genau. Auf der rechten Seite. Ja? Ja. Dunkel, hell, dunkel. Mhm. Dunkel, dunkel, hell. Mhm. Hell, hell, dunkel. Mhm. Und dann passt's. Und dann ist das hell, hell, dunkel. Hell, hell, dunkel. Und jetzt geht das Tor auf. Oh. God bless. Morse-Codes, immer wieder herausfordernd. Okay, ich bin jetzt in einem Raum mit einer Lampe, mit Brettern, die ein bisschen zugewachsen sind und einer Leiter. Ja, ich auch. Und auf die Leiter kann man klicken und die geht dann. Meine letzte Erinnerung an Lerke war der argwöhnische Ausdruck auf ihrem Gesicht. Als diese Jahre in der Schweiz ermöglichten es mir, endlich das Uhrwerk zu vollenden. Zuerst wollte sie die Uhr nicht. Sie sagte, sie wäre meine Geschenke leid. Ich habe Lerkes Uhr zweimal geprüft. Sie lief, wie sie wollte. Ich hielt es ihr trotzdem hin, denn ich brauchte sie bei mir. Okay, und jetzt habe ich hier so verschiedenfarbige Gläser. Ich kam nicht darauf, dass ein Riss in dem Glas einen Unterschied machen würde. Und ich habe hier auch verschiedene Gläser. Ich habe ihr nie gesagt, dass die Zeit gestohlen war. Nur, dass die Uhr uns für immer zusammen sein lassen würde. Oha. Ich hatte Jahre damit verbracht, Zeit für uns zu sammeln. Zeit, die unserem Leben hinzugefügt werden würde. Sie schloss ihre Hand um die Uhr und ich habe sie nie wieder gesehen. Alter, coole Geschichte. Mhm. Stattdessen verschwand sie in der Uhr. Ich habe sie noch immer nicht gefunden. 109. Okay. Ich mache jetzt das Glas ganz oben auf. Ja. Und ein blaues Licht tritt rein. 108. Du hast das Spiel gewonnen. Schade, dass all diese Zeit verschwendet wurde. Ich musste keinen Weg hinaus einbauen. Ich hoffe, du und dein Partner wisst das zu schätzen. Du hast 109 Minuten deines Lebens verloren. Und du hast 108 Minuten deines Lebens verloren. Lerke hätte hinzugefügt 109 Minuten zu ihrem. Amelie hat ihrem Leben 108 Minuten hinzugefügt. Wow, okay. Wow, so deep. Wirklich. Ein Spiel von Other Tales Interactive. Und da ist der Abspann. Tja, liebe Rieke. Ein süßes Spiel, nette Puzzle und am Ende doch ein deeperer und größerer Twist. Ich glaube, das würde auch Stoff für einen guten Film geben, ne? Also, dass die beiden sozusagen diese Kunstfiguren sich davon, dass sie in alle Ewigkeit sozusagen leben und sich von der Zeit nähren, die der Zuschauer sozusagen damit aufwendet, um das zu verbringen, um das am Leben zu halten. Das ist eine schöne Vorstellung, finde ich. Und
wirklich, wirklich deep von Gedanken. Und Rieke, 10 Punkte, was vergibst du für ein Spiel? Also ich meine, man darf nicht vergessen, es misst sich natürlich nicht wie an Spiele wie The Witcher oder The Last of Us, aber so viel zwischendurch, ne? Also hinter dem Hintergrund, was sagst du? Wie hat es dir gefallen? Boah, also mir hat es wirklich richtig, richtig gut gefallen. Also ich finde, es war auch sehr liebevoll grafisch gemacht, sehr coole Rätsel. Mhm. Also jetzt für das, was es ist, würde ich dem schon so eine 9 würde ich dem schon geben. Also einfach für dieses schöne Zeitvertreib-Rätselspiel. Ich finde das Konzept generell großartig, dass jeder von uns nur seinen Part sieht und wir so interagieren müssen, um die Rätsel zu lösen. Und was ich ganz besonders finde, ist eben, dass wir keine Internetverbindung brauchen, sondern das Spiel einfach parallel durchspielen. Ja. Und jeder macht sein Ding und trotzdem funktioniert das. Finde ich ganz großartig. Es ist halt eine Timing-Geschichte, ne? Also es bedeutet auch, dass theoretisch man es alleine theoretisch bieten könnte, wenn man auf die Hinweise kommen würde, ja. Aber das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich geb der ganzen Geschichte 8 Punkte, ja. Einfach aus dem Grund, aus spieltechnischer, also gameplay-technischer Sicht, ich fand die Rätsel schön, das stockte nicht, das ist gut programmiert, aber wenn man jetzt zu zweit gespielt hätte und sagen wir mal, es wäre jetzt unser erstes Puzzle-Game gewesen, ja. Hätte es vielleicht wesentlich länger gedauert und an einem gewissen Punkt hätte ich mir, glaube ich, eine Hilfe gewünscht und die gibt das Spiel einem nicht und dann bleibt dir nichts anderes übrig, als dich im Internet zu informieren und dich spoilen zu lassen, glaube ich, weil ich, also ich meine, wir sind natürlich auch Tüftler, ne, das heißt, wir gehen auch relativ gerne an so ein Rätsel ran, vielleicht auch mal mit einer Nacht drüber schlafen und dann denkt man nochmal ein weiteres Mal drüber nach, das ist hier halt leider nicht möglich und dementsprechend, wäre so ein Hilfe-Button, ja, nicht weil wir ihn gebraucht haben, aber ich glaube, wenn jemand an irgendeiner Stelle wirklich nicht weiterkommt, braucht er irgendeine Hilfestellung und die müsste das Spiel eigentlich geben. Dafür habe ich einen Punkt abgezogen und das Hin und Her zwischen Amelie und Lerke finde ich sehr, sehr schön, aber da hätte ich mir mehr ein bisschen mehr Backstory gewünscht, dass man noch tiefer in diese Charaktere eindringen kann, weil das Rollenspiel, also nicht Rollenspiel, sondern das Spiel lebt natürlich von diesen beiden Charakteren und die Infos nur aus den Rätseln zu kriegen, war mir ein Ticken zu wenig. Also ich hätte gerne, das ist Kritik auf hohem Niveau, ich hätte mir einfach gerne mehr gewünscht, was die Entwickler sich über diese beiden Charaktere ausgedacht haben, um noch tiefer in die Geschichte, also auch mehr konstruiertere Geschichten irgendwie dazu hören. Aber deswegen diese beiden Punkte, ansonsten solide 8 Punkte von meiner Seite aus, kann man sehr, sehr empfehlen. Hat auch hat leider nicht den Wiederspielwert, muss ich sagen, weil die Rätsel sich halt nicht verändern. Aber ja, wie das halt mit einem Escape-Game ist, ne? Genau. Das spielst du halt einmal und aber wirklich, also ja, doch ein sehr, sehr schöner Zeitvertreib, muss ich sagen. Also es waren gut investierte, ich weiß gar nicht, wie lange haben wir jetzt gespielt? 2, 3 Stunden? 2,5 Stunden vielleicht. 2,5 Stunden. 2 Stunden. Mhm. Mit Pause 2,5 Stunden. Also ich sag's mal so, das ist was, was ich, wenn Freunde von mir oder Kids aus dem Freundeskreis, aus der Familie, wenn die nächste Zugfahrt haben, dann sage ich, ladet euch runter, weil dafür braucht man keine Internetverbindung. Ne? Das ist rein über Kommunikation. Das ist auch schön, auf unterschiedlichen Bildschirmen unterschiedliche Dinge zu sehen. Und das Abenteuer kann man theoretisch wechseln. Ne? Also das heißt, man kann es irgendwie in einem halben Jahr nochmal spielen und dann spielt der andere Spieler 2 und der andere Spieler 1 und dann ist es nochmal ein anderes Bild. Das kann man tatsächlich machen. Ja. Ansonsten, mir hat es sehr, sehr gut gefallen und wenn es euch, liebe Zuschauer, gut gefallen hat, dann liked doch bitte das Video und wenn ihr noch mehr solche Spiele von mir gespielt haben wollt oder auch von Rieke, dann gebt uns doch einfach ein paar Kommentare, erzählt, was für Spiele wollt ihr eigentlich sehen? Die wir spielen im Singleplayer und auch gerne im Koop. Ansonsten, damit ihr nichts mehr weiteres verpasst, bitte den Channel auch abonnieren, Subscription, ganz wichtig, wenn ihr auf die Glocke klingelt, dann werdet ihr auch informiert. Ansonsten, bis dahin bedanke ich mich ganz herzlich für Rieke, für deine Zeit, für fürs Mitspielen. Sehr gerne. Und ich freue mich darauf, die nächsten Abenteuer schon mit dir zu erleben. Ansonsten bis dahin. Bleibt alle gesund und bis zum nächsten Mal. Cheers. Bis zum nächsten Mal. Ciao.